Herzlich willkommen zu einer Zeit der Ermutigung, zu einer Zeit der Erfrischung, aber auch eine spannende Zeit heute in diesem Livestream, den wir jetzt haben. Mhm. Und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Hallo. Ihr habt in der Ankündigung schon gelesen, dass das heute wirklich ein etwas ungewöhnlicher Zeitpunkt sein wird. Eine Zeit, die wir miteinander haben wollen. Und wir haben uns einen Studiogast eingeladen. Und das Interessante ist, dieser Studiogast, der Martin wird ihn dann noch vorstellen, richtig? Der ist mit seiner Frau hierher gekommen zu uns ins Studio. Und das Interessante ist, er hat uns gefunden über diese Broschüre, die wir schon so oft verschickt haben. Jemand hat ihm dieses Heft in die Hand gedrückt, Gott und das deutschsprachige Europa, diese prophetischen Worte, die wir gehört haben, die wir gesammelt haben, die wir ins Land reingesät haben. Und der Armin, der hat dieses Heft gelesen und hat gedacht, oder er hat gehört von Gott, das wird er euch nachher sagen, die Leute werden mit dem, was ich erlebt habe, wahrscheinlich richtig umgehen oder sie werden zumindest kein Problem damit haben. Und so ist es gekommen, dass dieser Kontakt entstanden ist. Ich glaube nicht an Zufälle, sondern ich glaube, dass Gott uns immer etwas zufallen lässt. Ja. Und das, wir haben schon eine gute Zeit miteinander gehabt und das ist etwas, wo ich sage, den Armin und die Isa, die haben uns der Herr zufallen lassen. Sei gespannt. Ja, sei gespannt. Es ist wirklich zur richtigen Zeit. Es gibt Zeitabläufe, es gibt eine Timeline bei Gott, wo er bestimmte Menschen zusammenbringt, wo bestimmte Dinge passieren, wo auch Mahnungen kommen, Warnungen kommen, wie auch immer. Und wir müssen lernen, aufmerksam darin zu sein, diese Dinge richtig zu empfinden. Heute hat uns jemand angeschrieben und hat gesagt, ich bin so froh, dass ihr Menschen zum Nachdenken bewegt. Und im Moment gibt es kein herausfordernderes Thema als das, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben mit diesen Maßnahmen, mit Corona, mit all diesen Dingen. Und das wird heute Abend auch so ein Randthema sein, vielleicht auch das zentrale Thema. Rand. Schauen wir mal, wie das so der Herr führt. Aber jemand hat geschrieben, die Herausforderung ist, die unterschiedlichen Einsichten, Überzeugungen oder Befindlichkeiten unter den Geschwistern, unter den gläubigen Kindern Gottes. Und da gibt es so viel Zerstörung im Moment, so viel Zerbruch, so viel Dinge, die wirklich mit Schmerzen wahrgenommen werden, erlebt werden. Und wir wollen mit dazu beitragen, dass wir Gottes Sichtweise für diese Dinge bekommen. Das, also es ist ja so, dass sehr viele Geschwister uns wirklich anschreiben, weil sie sagen, ich kann in meine Gemeinde nicht mehr gehen. Ja. Beispielsweise, weil es einfach zu eng ist oder weil da die Plätze dann so vergeben werden. Aber auch häufig, weil sie sagen, ich kann das nicht aushalten. Ich kann diese Distanz, dieses komische, dieses politisch korrekte, ich verkrafte das nicht. Das ist etwas, da bricht mir schier das Herz. Und das ist etwas, wo viele Leute darunter leiden. Und gleichzeitig andere in den Gemeinden sehr stark darauf pochen. Und da merken wir, da gibt es schon durch eine Zerreißprobe in nicht wenigen Gemeinden. Und das ist wirklich ein Problem. Andererseits, durch diesen ganzen Prozess, wie soll ich mal sagen, löst der Herr auch gewisse Leute aus Strukturen heraus. Vielleicht ist das auch einfach etwas, was geistlich angesagt ist und was dazugehört. Wir werden da drüber noch vom Armin was hören. Ja, genau. So, und das, was wir jetzt machen wollen, das ist, euch einfach mitzunehmen in diese Dinge, die wir hören wollen. Und wir wollen euch herzlich bitten, das im Geist zu prüfen, wirklich im Gebet mitzugehen und wirklich im geistlichen Bereich die Dinge zu hören und aufzunehmen und zu verstehen.
Und wir wollen euch heute auch wieder sehr ermutigen, dieses geniale Buch, die Bibel wieder ganz neu in euren Fokus zu nehmen. Wir hatten uns vorhin unterhalten und haben gesagt, viele Leute haben nur ihr Tablet oder ihr Handy und sie kennen sich so in der Bibel gar nicht mehr so wirklich richtig aus. Wir wollen euch ermutigen, bleib am Wort Gottes dran. Du kannst alles haben bei dir zu Hause. Du kannst den Keller voll Sachen haben. Du kannst ein Auto haben oder alle Dinge, die du brauchst zum normalen Leben. Aber du brauchst dieses lebendige, erfrischende, segnende, hoffnungsvolle, zuversichtliche, ermutigende, erquickende Wort Gottes. Was? Das Wort Ewigkeit Bestand hat. Was in Ewigkeit bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist uns die Bibel wert? Würdest du das vermissen, wenn deine Bibel nicht mehr in deiner direkten Zugriffsmöglichkeit wäre? Würdest du wegfahren und die Bibel zu Hause vergessen? Würde es dir überhaupt auffallen? Ich meine, jetzt ist mit Urlaub ein bisschen schwierig, aber du weißt ja, was ich meine. Und ich habe gelesen, jemand hat geschrieben, in keinem anderen Buch der Welt geht es so sehr um uns selbst wie in der Bibel. Nirgendwo in einem anderen Buch geht es so viel um uns selbst wie in diesem Wort Gottes. Und jemand hat mal gesagt, wer in der Bibel liest, versteht die Welt besser. In ihr Amen. Trifft menschliche Erfahrung auf göttliche Offenbarung. Amen. Und ihre Berichte sind heute aktueller denn je. Und das ist eine Erfahrung, die, da kann ich nur sagen, ja, Amen, das stimmt. Die Berichte in der Bibel sind aktueller denn jemals gewesen. Und das ist die absolute Wahrheit. Und für mich ist die Bibel einfach dieser Rettungsplan für die Menschen, für uns. Sie ist wirklich am Anfang geschrieben, was am Ende passieren wird. Sie ist ein lebensspendendes Buch. Sie ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Hoffnungsträger, ein Rezeptbuch, ein Strategiebuch. Der Herr wird dir dadurch seine Strategien für dein Leben sagen können. Er ist da und hat geschrieben, welche Berufung in deinem Leben ist, die er sich vom Anbeginn der Welt gedacht hat. Er wollte dich schaffen, damit du einen Auftrag, den er dir geben will, vollenden kannst. Und er wird nicht aufhören, dich darin zu unterrichten und dich da auszurichten. Das ist eigentlich das, wofür Martin und ich immer wieder auch in den Livestreams antreten, dass wir sagen, das Wort muss unsere Speise werden. Ja. Wir müssen es wirklich essen, denn das Wort ist mehr als Brot, das wir haben und genießen. Es ist, letztlich ist es alles. Ja, also Jesus hat gesagt, als er vom Teufel versucht worden ist, dass das Wort das ist, ne? Ja. Ja, von dem der Mensch lebt. Ja, der Mensch lebt das nicht vom Brot allein. Genau, sondern vom Wort Gottes. Sondern von einer jeden Speise, die aus dem lebendigen Wort Gottes kommt. Also es ist etwas, was für unser Leben von entscheidender Bedeutung ist. Im Geistlichen sowieso, aber wir dürfen das auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja. Und wir haben immer wieder halt die Situation, dass in irgendwelchen Gemeinden man, wie soll ich mal sagen, über alles Mögliche redet. Wichtige, gute Themen. Wir müssen echt lernen, über das Wort zu reden und uns mit dem Wort zu beschäftigen und das Wort zu lesen. Ja. Es ist zwingend notwendig. Das stimmt. Und das ist Sigrids ganz großes Thema. Ja, genau. Ich habe eine Überschrift gefunden über Römer 8. Und wir wollen jetzt zusammen angucken, Römer 8, 18 bis 39. Und die Überschrift, ich liebe das, da steht Hoffnung und Zuversicht des Gläubigen. Hoffnung und Zuversicht. Das ist auch das Grundthema, das ist quasi der rote Faden, der jetzt hier durch diese Zeit, die wir miteinander verbringen,
Das ist genau das, was es sein soll. Wir wollen euch Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Wir haben vorhin mit Armin und Isa gesprochen und das ist auch ihre Agenda. Das ist ihr Thema, dass sie sagen Hoffnung und Zuversicht. Yes. Und ich lese, und du kannst es gerne mitlesen, ab Vers 18, Römer 8. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Yes. Das ist doch schon mal stark. Das ist schon mal gut. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Yes, also das der Vers. Der da kann man 100 Predigten drüber halten. Ja. Das ist so gewaltig. Das müssen wir wirklich kapieren, was das beinhaltet. Genau. Alles, was uns passiert, letztlich gebraucht Gottes, damit es zum Besten ist. Auch wenn wir denken, mir passiert das nur Schlechtes im Leben oder die Situation ist schlecht und das ist schlecht. Du musst immer dran denken, der Herr verwendet diese Dinge und dreht sie in etwas Gutes letztendlich für uns um. Das Gute kann ganz unterschiedlich aussehen, aber er wird es zu unserem Besten verwenden. Amen. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt in ihm. Die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir sind alle schon verherrlicht jetzt in ihm. Yes. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ah, jetzt kommt der Prolog, den ich am meisten liebe. Das ist so klasse. Weißt du was? Ich habe diese folgenden Verse so oft in meinem Leben proklamiert und habe gesagt, das ist die Wahrheit. Nicht das, was ich sehe, nicht das, was ich höre, nicht das, was ich erlebe, sondern das, was hier steht, das ist die Wahrheit. Hast du das auswendig gelernt? Ja, habe ich auch. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles ist alles, alles schenken. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, vielmehr noch, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Hey, der Herr sitzt jetzt neben der Kraft Gottes und verwendet sich im Gebet für dich, im Flehen für dich vor dem Vater. Er ist es, der dein Anliegen jetzt sieht, hört und auch dein Anliegen beantwortet. Yes. Das ist mega, mega stark. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Hm. Wer? Vor wem fürchtest du dich? Wer hat das Potenzial, dich von seiner Liebe zu trennen, zu scheiden, vielleicht abzuschneiden? Angst vor einem Virus? Nein. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag und wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber, und jetzt kommt das große Aber Gottes, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf
Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Yes. Das ist diese herrliche Botschaft des Evangeliums Jesu Christi. Das ist die herrliche Botschaft der Bibel. Das ist das, wo wir sagen, das ist der Strategieplan. Das ist das, was Hoffnung, Zuversicht, Segen, Erfrischung in deinem Leben bringt. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses geniale, auferbauende und mutmachende Wort, das Wort der Hoffnung und Zuversicht. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, sondern hast ihn dahingegeben für uns alle, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor dir gilt. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mein Leben berührt hast, dass du gewollt hast, dass ich zu dir gehöre. Ich danke dir, dass du dein Leben hingegeben hast für mich, damit ich gerechtfertigt bin. Amen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du alle Zeit zu uns redest. Ich danke dir, dass dein Werk in uns zum Trost, zur Leitung, zur Überführung, zur Hoffnung, zum Erfrischen, zum Lernen, zu all dem gedacht ist, was du in uns tust. Wir danken dir, Herr, dass du über allem bist, in allem bist und durch alles wirkst. In Jesu Namen. Amen. 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 So, jetzt stell das Büchlein nochmal vor, hier die Broschüre, was das ist. Sag du's? Nö. Das ist die Broschüre, die wir jetzt wirklich viel, viel, viel verschickt haben. Viele Leute sind so inspiriert worden durch diese prophetischen Texte, durch diese Worte. Viele Leute benutzen das, um zu beten, um dran zu bleiben, um in der Hoffnung zu wachsen. Denn weißt du was, diese Zeit, in der wir sind, macht Leuten Angst, macht Christen Angst. Und sie brauchen eine Hoffnung, sie brauchen eine Zuversicht in Gott, dass seine Pläne zustande kommen. Nicht die Pläne des Feindes werden zustande kommen, nicht er wird den Sieg haben, sondern in dem Ganzen wird der Herr wirken und die Dinge zu unserem Besten verwenden oder ermöglichen oder wie auch immer die Übersetzungen sind. Wer das haben möchte, wir verschicken das kostenlos. Schreib uns eine E-Mail, schreib auf der Webseite von Gottes Haus. Wir schicken das gerne zu. Es ist kostenlos, wird durch Spenden finanziert und hat so viele Menschen gesegnet. Ja, kannst du für deinen Hauskreis oder für deine Freunde oder für Leute in der Gemeinde oder wen auch immer bestellen. Es ist nicht für Nichtchristen gedacht. Es ist wirklich kein Traktat. Ja, es ist eine Ermutigung für wiedergeborene Christen. Und dafür haben wir das. Und du kannst es wirklich einfach bei uns bestellen. Wir schicken es dir von Herzen gerne zu. Genauso, wenn wir schon mal dabei sind, wer das vielleicht noch nicht gesehen hat, wie diese Broschüre, der Spaziergang, das ist ein Traktat. Das ist also auch 36 Seiten, farbig, kleine Broschüre. Die hier, das ist mit Übergabegebet und mit ersten Schritten fürs Leben als Christ und so weiter, basierend auf einer so einer Geschichte, wo es auch ein bisschen um Sterben geht. So ein ganz interessanter Ansatz. Also auch durchaus für Leute, die in der Esoterik sind oder für die das Thema Sterben einfach dran ist, weil sie vielleicht alt sind oder so. Für die ist das super. Ne? Also das kannst du kostenlos bekommen für Nichtchristen und das senden wir dir gern für Christen. Ja. Okay. Ich möchte noch anfügen, bitte nicht irgendwie in der Gemeinde oder so ohne auch mit den Leitern, den Pastoren, den Gemeindeleitern das abzusprechen. Ja. Das wäre nicht so der richtige Weg, empfinden wir, sondern sprich das ab, lass es prüfen von den Leitern, ob es in ihre Agenda passt und lass du dich selber damit inspirieren, denn es ist eigentlich auch, es sind viele Worte, die gerade für unser Land, für die deutschsprachigen Länder geschrieben und gedacht ist. Und die prophetischen Worte werden dich ermutigen und andere ermutigen. So, in diesem Sinne weiter an dich. Ja, jetzt darf ich ein bisschen wieder was sagen zum Thema Corona, bevor wir dann hinterher in unseren Gespräch mit Armin einsteigen und wo es um Traum geht und so weiter. Ganz super spannend. Aber ich möchte euch jetzt zuallererst mal hier ein Bild zeigen.
Kleine Grafik einblenden, ist ein bisschen unscharf. Aber was du hier siehst, das finde ich sehr interessant, das sind also die Sterbefälle und Ursachen in ganz Deutschland in den letzten 4 Monaten, also genauer gesagt bis zum 20.09. ist nicht ganz aktuell. Das war also die Phase im Grunde genommen zwischen diesen beiden, von den Zahlen her anziehenden Corona-Infizierten. Ne? So, und hier siehst du Sterbefälle innerhalb von 4 Monaten, das ist ein Dritteljahr. Absolute Nummer 1 ist das Thema Herz-Kreislauf-Bereich. Das sind hier in Deutschland 115.000 Leute. By the way, in Deutschland sterben pro Jahr zwischen 800.000 Leute und 1 Million. Das ist so immer der normale Durchschnitt. Und das durchschnittliche Sterbealter liegt bei etwa 82 Jahren. So, also Leute sterben. Das ist üblich und das ist auch okay so. Ja, und ja, ne? Hier etwa knapp 77.000 Leute in diesen 4 Monaten sind an Krebs gestorben. Dann kommt eine komische Zahl, 18.700 knapp. Da heißt es Störungen der Psyche und des Verhaltens. Störungen der Psyche und des Verhaltens, was bedeutet das? Also für mich ist das in erster Linie Selbstmörder. Ja, die aufgrund vom psychischen Druck sich wahrscheinlich eben umgebracht haben. Das ist eine sehr heftige Zahl. Das ist so der dritte Balken, den du hier siehst. Dann Verdauungssystem, was immer das sein mag. Dann kommt mit 13.300 immerhin Verletzungen und Vergiftungen. Ja, also ich vermute mal, da sind auch alle Unfälle, Autounfälle da sind, aber eben auch Vergiftung. 11.667 mit Ernährung und Stoffwechsel. Dann 11.300 mit dem Nervensystem. Und dann kommt eine sehr interessante Zahl. In 4 Monaten sterben in Deutschland 10.000 Leute an Krankenhauskeimen. In 4 Monaten sterben in Deutschland 10.000 Leute an Krankenhauskeimen. Ne? Dann kommen Haushaltsunfälle, wo Leute tatsächlich zu Tode kommen. Ja, es geht hier um die Todesfälle. Und dann haben wir in diesem Zeitraum 427 Fälle von Covid-19. Das ist diese letzte kleine, um nicht zu sagen ganz flache Balken. Wenn du jetzt sagst, was sind das für verschwörerische Zahlen? Diese Zahlen sind vom RKI und vom Statistischen Bundesamt. So, nur einfach mal so den ein bisschen plastisch vor Augen bekommen, was eigentlich momentan so in den letzten Monaten war und was so die Ausgangsbasis ist, von der wir uns jetzt hinsichtlich diesen ganzen Corona-Maßnahmen da alle bedrängt werden und in Schwierigkeiten und Not hineingekommen sind. Bei diesen Zahlen, die momentan kommuniziert werden, ist es halt wichtig zu wissen, das sind die Zahlen der Infizierten. Ja, das sind Infizierte, das sind Leute, die einfach getestet wurden und da hat man entdeckt, da ist irgendetwas von diesem Virus oder auch nur kleinen Virusteilen, Trümmern, spricht man davon, Virustrümmern, keine Ahnung, wie das funktioniert, also Fragmente in den Menschen irgendwie durch irgendwas drin. So, jetzt hat man in den letzten Wochen extrem auf Massentests gesetzt. Bis zu 1,1 Millionen Leute pro Woche getestet. Diese Massentests sind also 10-mal so viel, wie man sie beispielsweise im April hatte und kosten über 80 Millionen Euro pro Woche. Das ist das, was momentan läuft. Und durch diese massenhaften Tests hat man halt diese Zahlen jetzt von irgendwelchen Leuten, die irgendwie solche Viren oder Virentrümmer in sich tragen, entsprechend hochgefahren. Jetzt muss man wissen, dass von diesen Leuten, und ich kenne persönlich den ganzen Schwung davon, nur etwa 5% überhaupt Symptome zeigen. Und von diesen wiederum nur ein kleiner Teil dann im Grunde genommen krank ist, ja, oder gar ins Krankenhaus kommen muss. Die Zahl der an Corona Erkrankten liegt so um die 10.000 aktuell. Wie gesagt, vorhin hatten wir gesehen, das ist das, was an Krankenhauskeimen in 4 Monaten stirbt. Das sind irgendwo an Krankenhauskeimen zwischen 20.000 und 30.000 Leute pro Jahr. Kein Mensch redet irgendwie über Krankenhauskeime in der momentanen Phase. Ist kein Thema. Alle reden über Corona, was aber deutlich weniger gefährlich ist, ganz aktuell. Mal von den ganz anderen Sachen oder eventuell eben dieser Suizidrate und so weiter ganz abzusehen.
Die Belegung der Intensivbetten für die Corona-Kranken liegt bei deutlich unter 2%. Die Sterberate der Corona-Patienten liegt bei deutlich unter 1% aller Todesfälle. Das Sterbealter für alle Corona-Leute zusammengenommen im Durchschnitt liegt über der durchschnittlichen Lebenserwartung. Das heißt, die Leute sind älter, als man normalerweise in Deutschland wirbt. Und das Ganze, wenn man es sich durch den Kopf gehen lässt, ist so, dass man sagt, eigentlich hätten wir allen Grund, die Bevölkerung zu beruhigen. Aber leider wird das Gegenteil gemacht und es werden so unter Umschiffung teilweise von den Parlamenten, also Grundrechte eingeschränkt und unsere verfassungsmäßigen Rechte einfach abgebaut. Was bei diesem PCR-Test interessant ist, jeder ist ja auf diesen Tester fixiert. Diese Tests sind überhaupt nicht konzipiert zur Diagnose, wozu sie ja jetzt gebraucht werden, sondern das sind reine Tests, die zu Forschungszwecken entwickelt worden sind, um im winzigsten Molekularbereich nachzuweisen, ob es irgendwelche Viren oder Virentrümmer in der Person gibt. Das heißt, das Verrückte ist, ein positiver Test heißt nicht, dass auch nur ein einziges vollständiges Virum da drin sein muss, vorhanden sein muss oder dass tatsächlich eine Krankheit ausgelöst werden kann. Es zeigt nur, man hat einen extrem winzigen Teil von so einem Virus irgendwo gefunden. Deshalb steht auch da drauf, nur für Forschungszwecke, nicht für diagnostische Verfahren geeignet. Soweit etwas ernüchternd. Wenn du jetzt denkst, das klingt auch nach Verschwörung und ziemlich schräg, dann kann ich dir was sagen, was die WHO mitgeteilt hat. Die WHO hat festgestellt, dass weit mehr Menschen infiziert wurden, eben durch diese Tests, hat man das festgestellt, als ursprünglich prognostizierte 29 Millionen, dass die Sterblichkeit aufgrund dieser Infektion aber unter 0,2% und noch weiter drunter liegt. So. Also im Grunde genommen ist die ganze Situation mehr als eigentümlich. Wir werden von den Medien bombardiert. Es geht ständig nur um Corona, ständig um Virus, ständig um irgendwelche Gegendarstellungen, die sofort in die rechte verschwörerische Ecke gestellt werden. Wenn man allein noch mal irgendwas in Frage stellt, wird man schon als Nazi beschimpft, auch von Christen teilweise, was ich sehr bedenklich finde. Das ist einfach mal ein paar Fakten zu dem Thema. Nun, wir sind ja hier bei uns in Hessen. Und in Hessen interessiert uns natürlich vor allem, was in Frankfurt passiert. Da ist jetzt Hotspot mit Offenbach zusammen. Und habe ich einen schönen Text von der Landesärztekammer in Hessen gefunden. Und die sagt, Ende September sagt die, eine Übersterblichkeit ist weder in der Gesamtbevölkerung noch in der Gruppe der Hochrisikopatienten, also beispielsweise der Bewohner von Altenpflegeheimen, zu verzeichnen. Okay? In Übereinstimmung mit der Literatur gibt es keine Hinweise, dass eine Wiedereröffnung von Schulen oder Kindergemeinschaftseinrichtungen bei Beachtung guter Hygiene zu einer erkennbaren Zunahme an Infektionen führt. Und dann sagen sie weiter, bei niedriger Prävalenz sind die PCR-Tests häufig falsch positiv. Die Landesärztekammer sagt, die Tests sind häufig falsch positiv. Ne? Ein PCR-Test alleine sagt nichts über eine mögliche Infektiosität des Betroffenen aus. Ein PCR-Test sagt nichts über eine mögliche Infektiosität des Betroffenen aus. Das sagt nicht irgendwer, das sagt die Landesärztekammer. Also das muss man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und dann haben sie noch was gesagt zu den Todesfällen. Wie gesagt, jetzt hier bezogen auf Frankfurt. Frankfurt hat 750.000 Einwohner etwa. Und da sagen sie, seit Mai werden pro Monat in Frankfurt an Todesfällen wegen Covid 0 bis 3 gemeldet. Deshalb der ganze Situation, in der wir uns momentan befinden. Er sagt, es gibt aber etwa 600 Sterbefälle in Frankfurt pro Monat. Ja, 600 Leute sterben einfach. Und dann, wie gesagt, 0,3, also 0 bis 3, das ist also ja wirklich im Promillebereich dann eben
sterben an Covid. Das wollte ich euch einfach mal weitergeben im Sinne von, wir müssen darüber nachdenken, was das alles ist und wir müssen dafür beten und wir müssen uns bewusst sein. Weißt du, wir kriegen ja viele Rückmeldungen von Leuten, die es genauso sehen, aber auch von Leuten, die es ganz anders sehen, die uns beschimpfen, die uns den Mund verbieten, die entsetzt sind, dass man als Christ eine andere Ansicht haben kann als die der Mainstream-Medien oder gar sagt, die Regierung macht irgendwas, was komisch ist. Ja? Wir werden sehen. Vor allen Dingen werden wir sehen, was Armin dazu sagt, der, wie gesagt, einen sehr, sehr interessanten, dramatischen Traum hatte. Gut. Um zum Thema Traum überzuleiten, möchte ich euch ein klein wenig in diese ganze Thematik reinnehmen, ist ja auch etwas, was in sehr vielen Gemeinden und Kreisen überhaupt kein Thema spielt, sich mit so etwas auseinanderzusetzen, nach dem Motto, spricht Gott denn heute überhaupt noch durch Träume oder ist das nicht gar abzulehnen und so weiter. Und ich habe da mich orientiert an einer Webseite. Und auf die Webseite habe ich schon ein paar Mal hingewiesen. Das ist die Webseite von Julia und Tobias Berndt. Die heißt prophetenschule.org. Und die haben über alle möglichen Dinge hinsichtlich Prophetie und wie man Prophetie bekommt und auch Auslegung und so weiter, haben die grandios gearbeitet und eben auch zum Thema Traum. Ne? Gut. Und so ein bisschen orientiere ich mich an dem, was Sie gesagt haben oder da auf der Webseite zu finden ist. Du kannst dir diese Webseite aufschreiben, wenn du da näher reingeben willst. Dann schaust du einfach mal, da gibt es ein Suchfeld, eine Suchmaske, trägst ein Traum und dann findest du eine richtige Fülle von Informationen. Und das ist interessant, wenn man sich da ein bisschen weiter mit beschäftigt. Auch was bedeuten die Träume, was sind da für Symbole dahinter, was steckt da eigentlich drin? Ne? Und du wirst merken, Gott spricht auch durch Träume heute. Nicht nur zur Zeit des Alten und auch des Neuen Testaments. Gut, dennoch ist es natürlich so, viele, viele Menschen träumen jeden Tag irgendwas. Also man darf auch dann nicht jedes Ding, was man irgendwo mal geträumt hat, völlig überbewerten, sondern da gehört eine gewisse Besonnenheit dazu, ja, eine gewisse Weisheit, um zu sagen, okay, was war das jetzt? Ne? Sind da viele Gefühle, die ich verarbeite oder irgendwelche Impulse oder ist das wirklich was, was von Gott ist? Also das ist eben dieser Spagat, wo man sagt, okay, ich muss auf der einen Seite sensibel sein, was sagt Gott, und auf der anderen Seite bitte nicht jedes kleine Detail komplett überbewerten. Ne? Denn es spielt sehr viel Gefühl, sehr viel Emotionen rein, sogar körperliche Dinge spielen mit rein. Schauen wir uns gleich mal an. Gut, Sie sagen also hier, erstens gibt es natürlich seelische Träume und das ist nach meiner Meinung nach der weitaus größte Bereich. Also seelische Träume heißt, es sind Träume, die nicht geistlich sind, sondern eben seelisch, die aus dem seelischen Bereich kommen. Die haben nicht die Kategorie eines geistlichen Traums. Und da gibt es einen Haufen von irgendwelchen Sachen. Beispielsweise, so nennen sie das hier, gibt es Müllträume. Müll. Also einfach wirres Zeug, wo du irgendwas träumst, keine wirkliche Botschaft, keine Message drin. Irgendwas, was verarbeitet wird, wo skurrile Sachen manchmal sind und man erinnert sich und denkt, Mann, was hab ich heute Nacht wieder für einen Kram geträumt. Das sind solche Träume, denen man natürlich einfach nicht, wirklich bitte nicht, zu viel Wert beimessen darf. Dann schreiben sie, es kommt auch vor, dass Leute Heilungsträume haben. Das fand ich interessant. Heilungsträume. Das heißt, man durchlebt eine bedrängende oder unangenehme oder gefährliche, auf jeden Fall negative Situation des Lebens. Man durchlebt die im Traum. Ja? Und dann ist es so, dass man im Grunde genommen irgendwie hoffentlich dann zu der Lösung kommt. Ja? Dass man also merkt, okay, es gibt eine Lösung aus dem Problem raus. Ich glaube, dass das häufig Dinge sind von Verletzungen in der Vergangenheit, die man so im Traum immer wieder versucht zu verarbeiten. Und da musst du genau aufpassen. Wenn sich da eine Lösung ergibt, dann musst du da reingehen, auch im Gebet. Also beispielsweise schreiben sie hier, stell dir vor, du rennst im Traum von einer Person weg, die dir schaden möchte. Ja? Und wenn du im Traum auf einmal sagst, Moment mal, ich konfrontiere die Person und ich laufe nicht länger weg, sondern ich stelle mich ihr,
mit der Hilfe des Herrn und auf einmal löst sie sich auf. Das ist dann etwas, wo du merkst, okay, ich kann frei werden von Sachen, die mich beispielsweise bedrängen. Sowas, das nennen sie also Heilungsträume, also wo du heil werden kannst von irgendwelchen negativen Dingen. Dann gibt es natürlich noch irgendwelche inneren Ängste auch, beispielsweise aus der Vergangenheit, das ist ganz ähnlich, die sich da widerspiegeln können. Ängste auch vor Dunkelheit, vor Krankheiten, vor irgendwas, ne? Und da ist es einfach wichtig, absolut wichtig, das Jesus zu geben. Immer dem Herrn geben, immer im Gebet mit dem Herrn sein und sagen, hier, ich übergebe dir diese Träume und so weiter. Also Beispiel, vielleicht kennst du das, man ist allein im Auto und das Auto lenkt nicht und es bremst nicht und es fährt irgendwie und du hast keine Möglichkeit, das irgendwie zu steuern. Also das haben manche Leute. Solche Sachen, da musst du rein beten. Das brauchst du nicht zu erleiden, das brauchst du auch nicht irgendwie mit dir rumzuschleppen, sondern da betest du im Grunde genommen und sagst, ja, ich muss von diesem Ding frei werden. Ähnlich ist es natürlich mit auch Sehnsüchten und Wünschen, wo man dann irgendwas träumt, das kann Gutes wie Schlechtes sein. Ne? Auch da bete, dass der Herr dir seinen Willen zeigt und dass du nicht in irgendeine komische Richtung träumst. Gibt es natürlich auch Alltagsträume, einfach irgendwas aus deinem Alltag. Ja, irgendwas. Ne? Manchmal gibt es ja auch witzige Sachen, die man so zusammenträumt, ne, denen man jetzt keinen großen Raum geben sollte. Seelische Träume sind etwas, was du nutzen kannst, für dein Gebet, wo du sagst, Herr, was ist das? Was bewirkt das bei mir? Ja, frag Gott, was er zu diesem Traum sagt, was er dazu sagt, was das für dich für eine Relevanz hat. Ne? So kann so ein seelischer Traum unter Umständen gut und hilfreich sein und dir weiterbringen, aber erst durchs Gebet. Also das ist nichts, wo du irgendwie jetzt zum Pastor rennen musst und sagst, ich habe was geträumt. Ne? Also du verstehst das schon richtig. Dann, interessanterweise, gibt es natürlich auch Träume, die sind einfach körperlich ausgelöst. Ja, beispielsweise wirklich, indem man einfach schwer verdauliches Zeug gegessen hat. Ne? Oder Medikamente. Es gibt Medikamente, die lösen Albträume aus. Ne? Krankheit natürlich. Man braucht nur an diese Fieberträume oder sowas zu denken. Ne? Hunger, Durst oder sowas. Und dann ist natürlich der Witz, ne? Das dürften viele von uns kennen. Du träumst davon, dass du auf der Toilette sitzt, ja, und irgendwann wirst du wach und denkst, aber jetzt aber ganz schnell, ne? Weil du einfach einen entsprechenden Drang hast, ne? Und im Traum dir das dann irgendwie bewusst wirst. Oder du träumst davon, dass du in der Sauna bist und merkst irgendwie, dass die Raumtemperatur in deinem Zimmer unerträglich heiß ist und so. Also das sind so ganz simple Sachen, die aber eben auch ganz natürlich das auslösen können. So, jetzt wird es interessanter. Nämlich dämonische Träume. Wenn der Feind versucht, in deine Traumwelt reinzukommen, beispielsweise durch Attacken von außen, durch Gebundenheit von innen, wenn sowas in der Richtung kommt. Also wo man natürlich dann wirklich aufpassen muss, vor allen Dingen, wenn man solche bedrängenden Situationen immer und immer wieder sieht. Denn der Feind versucht, durch unsere Träume uns auch zu bedrängen. Ne? Das sind dann eben Themen wie Krankheit, Tod, Perversion, ne? Oder dass man gelähmt ist und irgendwelchen Übergriffen ausgeliefert ist, dass man Angst hat. Diese Dinge musst du natürlich immer im Gebet Jesus geben. Ne? Du musst dagegen angehen. Wenn du dich erinnern kannst, ist das immer etwas, was du nutzen solltest, um darüber zu beten. Wirklich ganz wichtig. Ja? Und es gibt auch natürlich Sachen, wo irgendwelche Menschen, also einfach im Sinne von Hexerei oder sowas, versuchen dich da zu bedrängen. Wirklich aufpassen. Ich meine, wenn jetzt Menschen beispielsweise aus der Esoterik oder im Okkultismus kommen, da gibt es das natürlich auch, dass dann einfach über die Träume häufig nochmal irgendwie aus ihrer finsteren Vergangenheit was hochkommt. Ich sag dir, beten ist die richtige Antwort darauf. Die Dinge mit dem Herrn durchgehen. Und zwar, soweit du dich noch erinnern kannst, gleich ins Gebet gehen. Ich meine, das ist eigentlich relativ logisch. Nimm diese Botschaft dieser negativen Träume nicht an, ja, sondern löse dich von diesen Lügen des Feindes und geh im Gebet dagegen an, bis du wirklich den Shalom Gottes, den Frieden Gottes wieder in dir fühlst. Und da gibt es jetzt noch etwas sehr Interessantes, wo leider in unseren Kulturkreisen sehr wenig drüber gesprochen wird. Es gibt natürlich auch Übergriffe, gerade nachts, von dämonischen Mächten, die
keine Träume sind, sondern die schon real sind. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, ich denke, einige der Zuschauer wissen, wovon ich spreche. Ja, dass sie einfach merken, hoch, da ist etwas, was mich wirklich bedrängt. Und vielleicht kennst du das Wort Alpdruck. Alpdruck, das heißt, das sind ein Druck, ein Schmerz, der eben auf der Brust sitzt. Und das ist etwas, was häufig Leute haben, wenn sie im Bett liegen, dass sie dann einfach so einen Druck auf ihrem Brustkopf verspüren. Ja, Alpdruck. Ja, das gleiche Wort ist Albtraum. So, und das von der Wortbedeutung her ist ganz interessant. Das Wort Alp ist das gleiche wie Elb, ist das gleiche wie Elfe. Also es ist eine Elfe, irgendein, was auch immer, was für ein komisches Geistwesen, was sich sozusagen nachts auf den Brustkorb der Person setzt und Alpdruck auslöst. Das sagt dieses Wort. Und interessanterweise ist es so, dass es Menschen gibt, die genau das erleben. Wenn es dich nicht betrifft, dann kannst du Halleluja sagen dazu. Aber es gibt Leute, die sagen, jede Nacht habe ich, als ob der da irgendwie ein Dämon auf mir sitzt. Ja, und mich bedrängt und mich, ne, dann ist das etwas, wo du einfach sagen musst, Herr, das lasse ich nicht länger mit mir machen. Ich gehe dagegen an und ich wehre mich dagegen aktiv. Besonders vorsichtig solltest du sein, wenn du Träume hast, wo du gefüttert wirst. Ja, das ist immer ein Alarmzeichen, wenn du gefüttert wirst. Also ich kenne jemanden, der hatte mal einen Traum und der Traum war so, die wurde vollgestopft mit Torte. Torte, 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 immer im Mund rein, bis sie fast erstickt ist. Ja, das ist etwas, wo du ganz vorsichtig sein musst. Denn wenn du im Traum isst, das ist etwas, was du in dich aufnimmst und so weiter. Und da muss man im Befreiungsdienst sehr, sehr, sehr achtsam sein. Also wenn du sowas hast, wo du irgendwie gefüttert wirst oder sowas, Vorsicht, echt dagegen im Gebet Position beziehen, abschneiden, ja, dich davon trennen. Oder beispielsweise, wenn man gepierst wird oder sowas, ne, in diesem ganzen Bereich. Also das ist ein Riesenfeld. Und dann natürlich der eigentliche Punkt, um den es heute natürlich geht, Träume von Gott. Halleluja, Träume von Gott. Träume von Gott können natürlich ganz unterschiedlich sein. Beispielsweise Ermutigung oder Warnung. Das ist so das, wo es eher heute darum geht. Oder eine Lösung aus einer bestimmten Situation raus. Eine Antwort. Oder auch eine Idee. Manche Leute haben eine beispielsweise Geschäftsidee im Traum bekommen, haben das dann umgesetzt und haben gesehen, dass der Herr das mächtig gebraucht und segnet. Vielleicht etwas, was dich in deine Berufung hineinbringt. Was Einblick in die Vergangenheit bringt, die vielleicht verdrängt ist oder sowas. Oder in die Gegenwart. Oder vielleicht sogar in das, was der Herr mit dir in der Zukunft machen will. Und so weiter und so weiter. Träume, Träume von Gott. Wichtig ist, Träume von Gott widersprechen niemals der Bibel. Also das ist das einfachste und solideste Mittel, um das zu unterscheiden. Also wenn du merkst, da ist irgendwas, was komisch ist und was nicht dem biblischen Kontext entspricht, kannst du es glatt ablehnen. Ja? Träume, die vom Herrn sind, werden immer, immer gemäß seinem Wort sein. Ne? Und genau, werden in der Regel keine Angst auslösen, sondern eine Lösung zeigen. Werden dich auf etwas hinweisen, vielleicht warnen und gleichzeitig sagen, Achtung, hier ist die Lösung. Durch einen göttlichen Plan, durch eine kreative Idee, durch Ermutigung, was auch immer. Ich dachte dran, Reinhard Bonnke. Das ist so, als der noch normaler Missionar war, ganz am Anfang seines Dienstes, da hatte er einen Traum. Und er sagt dann immer so lustig, ja, also ich hatte das geträumt und dachte, mein Gott, ich habe zu viel Bananen gegessen, die wären wahrscheinlich nicht gut. Und exakt am nächsten Tag hat er wieder den Traum. Und am nächsten Tag wieder und am vierten Tag wieder. Und am vierten Tag, nach dem vierten Tag, sagt er zu seiner Frau, du Anni, ich glaube, Gott will mir was sagen. Und es war der Traum, dass die Landkarte Afrikas im Blut Jesu gewaschen worden ist. Ein blutgewaschenes Afrika. Das wurde dann hinterher dann zu so einem, ja, ich würde fast sagen Schlachtruf, ihr versteht das so richtig, ja, von Zephern. Ne? Ein im Blut Jesu gewaschener Kontinent. Das war das, was seinen Dienst so vorwärts gepusht hat. Halleluja. Also der Dienst, wo bis zum heutigen Tag etwa 80 Millionen Menschen in Afrika also mit einer unterschriebenen Karte bestätigt haben, dass sie Christen geworden sind,
basiert im gewissen Rahmen auch auf diesem Traum. Das finde ich extrem interessant. Okay, aber wenn wir jetzt mal in die Bibel schauen, ne? Es gibt viel über Träume, jetzt so mal die bekanntesten Punkte. Jakob mit der Himmelsleiter. Das war ein Traum. Er hat geschlafen, ja, und dann hat er gesehen in Bethel, da war der Himmel offen und er hat die Himmelsleiter gesehen, die Engel sind von unten nach oben und dann wieder zurückgekommen und das war etwas, was für ihn von größter Bedeutung war. Und Jahre später kam er wieder dahin und er hat gesagt, hier ist das Tor zum Himmel, hier ist das Haus Gottes. Josef, ne? Der hatte seinen Traum, genauer gesagt zwei Träume, und die hat er seinen Brüdern erzählt. Brüdern, auch im Geistlichen, interessanter Begriff. Und das hat Verfolgung bei ihm ausgelöst, das hat Hass gebracht, das hat Ärger verursacht, aufgrund eines Traumes, den er weitergegeben hat. Ne? Da merkst du schon, welche Bedeutung das damals für die Leute hatte. Und später dann, Josef war dann natürlich dann im Gefängnis und dann war dieser Traum von dem Mundschenk und der Traum von dem Bäcker und die hat er ausgelegt. Später dann der Traum des Pharaos. Nur durch Träume, ja? Oder die Weisheit von Gott gegeben, in einem Traum, den jemand anders hatte, dort etwas das zu verstehen und die Botschaft herauszubekommen. Genauso bei Daniel, der eben diesen Traum von Nebukadnezar ausgelegt hat. Dramatisch, wir haben schon darüber gesprochen, weil es so wichtig ist für uns auch diese Botschaft. Es war eigentlich ein Traum und eine Traumdeutung, die diese wichtige, geniale Botschaft dieses fallenden, monströsen Standbildes, was eben von diesem Felsen überrollt wird, der dann die ganze Welt ausfüllt. Ne? Es ging eigentlich nur um den Traum. Dann im Neuen Testament, Josef, also der Mann von Maria, ne, der hat vielleicht geträumt. Ne, zuerst mal kommt ein Engel im Traum und sagt, nimm Maria zur Frau. Später kommt ein Engel und sagt, geh nach Ägypten, ja, weil hier wird es gefährlich. Noch später kommt wieder einer und sagt, so, jetzt kannst du zurückgehen, Herodes ist tot. Auch die Weisen wurden angewiesen, ja, im Traum nicht zu Herodes zurückzugehen. Findest du alles in Matthäus 1 und 2. Ja, ganz geballt einfach um die Geburt Jesu ein Ding, wo Gott ganz viel und gezielt durch Träume gesprochen hat. Und so lesen wir natürlich, das dürftet ihr alle kennen, Joel 3, Vers 1, die super bekannte Bibelstelle. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Das ist etwas, was dazugehört, wenn der Heilige Geist da ist, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird. Das gehört dazu. Ja? Weissagung, Träume, Visionen, part of the package. Ne? Aber auch Gott selbst erscheint in Träumen. So lesen wir beispielsweise in 1. Mose 20, Vers 3. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht. Okay? 1. Mose 31, Vers 24. Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht. 1. Könige 3, Vers 5. In Gibeon erschien Jahwe dem Salomo in einem Traum der Nacht. Und so weiter. Also es ist schon etwas, wo was drinsteckt. Gott spricht durch Träume. Und ich habe eine interessante Bibelstelle nochmal gefunden in Daniel 7, ab Vers 1. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum. Okay. Daniel hat was geträumt und Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtet. Er, weißt du, was das ist? Das, was dann kommt, ist ein ganz entscheidender Bestandteil der christlichen Lehre über die Endzeit. Gegeben in einem Traum. Das ist für uns ganz wichtig, wenn wir uns das anschauen. Ja, es gibt da sehr viel Lehre darüber und sehr viele auch Spekulationen, aber gegeben wurde es Daniel in einem Traum. Also wir können nicht sagen, Träume sind Schäume. Das stimmt nicht. Für uns als Christen ist Träume etwas, wo Gott zu uns spricht. Und da lesen wir auch in 4. Mose 12, Vers 6, da bin ich auch gleich fertig. Wenn ein Prophet Jahwes unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. Also ein Prophet des Herrn, ein Prophet Jahwes, das ist etwas,
dem der Herr sich zu erkennen gibt in Erscheinung und wo er zu ihm redet im Traum. Also Träume haben was mit Prophetie zu tun. Richtige Träume, die von Gott gegeben werden, haben eine prophetische Botschaft oder können eine prophetische Botschaft haben. Und das ist genau das, wo es jetzt mit dem Amen drum geht. Grundsätzlich bei allem gilt, prüft alles und das Gute behaltet. Seid wachsam, nicht Sachen überbewerten, nicht Sachen überdrehen, wenn du selber was geträumt hast, aber gleichzeitig in Erwartung sein, dass der Herr was hat. So, und noch ein kleiner letzter Hinweis zu dieser prophetenschule.org. Da findest du zu diesem Thema sehr viel. Also beispielsweise über diese Unterscheidung von Träumen, wie dieses seelisch, physisch, göttliche oder dämonische. Verschiedene Traumarten, die Symbolik in Träumen. Ja, was macht man, wenn man was geträumt hat, aber sich nicht genau erinnern kann? Was ist, wenn man deinen Traum einfach nicht versteht? Ne? Warum bekomme ich keine Träume von Gott? Als Frage. Was gibt es da vielleicht als Hinderungsgründe? Was kann mich davon abhalten, dass ich solche vielleicht prophetischen Träume bekomme? Ne? Sind da irgendwelche seelischen Probleme? Wie gehe ich mit Albträumen um? Und so weiter. Also sehr herzliche Empfehlung, sich da mit der Webseite zu beschäftigen, wenn das was ist, was für dich relevant ist und interessant ist. Gut, und bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleiner Hinweis nochmal zu diesem genialen Buch. Gottes Botschaften hören und verstehen, weil das ist genau das, worum es hier geht. Gottes Botschaften empfangen. Wie gesagt, der Traum ist eine Möglichkeit, die Botschaften Gottes zu empfangen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und das ist hier von Holger Genzmer, den wir persönlich kennen, mit seiner Frau Claudia, und ein super Praxisbuch über die Gabe der Prophetie empfehlen wir dir von ganzem Herzen. Ist auch nicht teuer, kostet 10 Euro und ist wirklich Basics. Richtig gesunde, gute Basics, sehr gut zu lesen. Also, wenn du da tiefer einsteigen willst, empfehlen wir dir dieses Buch, Gottes Botschaften hören und verstehen. Halleluja. So, und dann, ja, Amen, auf geht's. Daniel 4, Vers 2, ich sah einen Traum und er erschreckte mich. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke. So, das ist der Amen und er wird uns jetzt in etwas hineinnehmen, was er erlebt hat mit dem Herrn vor schon ein paar Jahren und wie sich das weiterentfaltet und entwickelt hat. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns zu berichten hast. Es war so, der Armin hat mir ein PDF geschickt. Hast du es dabei? Ja, als kleinen Ausdruck. Ein PDF geschickt. Und ich habe das gelesen und dachte, das ist ja der blanke Hammer. Es hat mich so erwischt. Ich habe es dann Sigrid vorgelesen, die hat gedacht, sie konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Also einfach, weil es so plastisch, so dramatisch war. Und dann sag doch erstmal was zu dir. Gerne. Also hallo liebe Leute, für mich ist es das erste Mal, dass ich sowas mache. Bitte seid gnädig mit mir. Ihr könnt auch gerne beten. Sind wir. Das ist auch ein Grund, warum ich das heute gewagt habe, weil ich habe mal gesehen, wie gechillt die zwei das hier machen. Dann dachte ich, ja, dann riskiere ich das auch. Ihr seid so entspannt. Das tut gut, dann mache ich das auch. Und um gleich auf den Traum zu kommen. Dieser Traum hat in mein Leben eingeschlagen wie eine Bombe, kann ich sagen. Aber wie eine heilsame Bombe, Gott sei Dank. Es war tatsächlich ein Wahntraum, der so heftig war, dass ich von morgens bis mittags gar nicht mehr aus dem Bett rausgegangen bin und habe mit meiner Frau gesprochen über diesen Traum, so intensiv war es. Und zum Hintergrund, vielleicht, dass ihr nicht denkt, ich habe jetzt dauernd solche Träume. Ich bin vor ungefähr 40 Jahren zum Glauben gekommen und ich liebe Jesus und ich liebe auch die Bibel. Und da sehe ich keinen Widerspruch drin. Ja, das ist die Bibel. Jesus sagt immer wieder das Gesetz und die Propheten. Oder er sagt, ihr kennt nicht die Schrift und nicht die Kraft Gottes. Das sind die zwei Seiten, die zusammengehören. Und ich weiß nicht, ob du noch was fragen oder sagen willst. Oder? Du wolltest eigentlich zum Traum kommen. Ja, genau. Gut, aber sag doch noch mal was zu dir. Ja.
so ein bisschen was zu deinem Werdegang, damit die Zuschauer ein bisschen was mit dir anfangen können. Du bist verheiratet, ja. Hast einen Schwung Kinder. Ja, ich habe 4 Kinder, die sind jetzt aus dem Haus. Und eine neue Freiheit ist da natürlich jetzt vorhanden. Zum Glauben gekommen bin ich damals, ich war eigentlich ursprünglich Atheist, habe mich geöffnet für den übernatürlichen Sachen durch meine Frau, die mir von übernatürlichen Sachen erzählt hat. Aber ich kam dann nur so weit, dass ich sagte, ja, es gibt das Übernatürliche. Da ich naturwissenschaftlich grundeingestellt war und diese übernatürlichen Sachen objektiv gesehen für mich existieren, dachte ich mir, es gibt das Übernatürliche. Und wenn es das Übernatürliche schon gibt, dann hat da Gott natürlich auch Platz, weil ob es jetzt Engel sind, Geister oder Gott, das spielt keine Rolle. Aber ich kam nicht selber dazu, an Gott zu glauben, richtig an ihn selber. Das kam erst, als meine Mutter ermordet wurde und das so eine Krise in meinem Leben ausgelöst hat, dass ich irgendwann nach der monatelangen Schock zu Gott gebetet habe und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Das war mein erstes Gebet. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und ich bin so von Liebe überflutet worden, ich habe so Gottes Liebe erlebt, dass ich seitdem weiß, es gibt ihn, er kennt mich und er liebt mich, wie ich bin. Das hat mich damals so überrascht. Und seitdem habe ich ihn gesucht. Cool. Und habe ihn seitdem immer wieder erlebt. Er hat mich dann zu Jesus geführt und zur Bibel, hat mir eine tiefe Liebe zur Bibel geschenkt. Ja, er hat es so geführt, ich wollte nicht Theologie studieren, aber er hat es mir befohlen. Und das Schöne daran war, ich konnte Hebräisch und Griechisch lernen und es war für mich eine Tür zur Bibel. Mhm. Sehr also, cool. So schaut's aus. Ansonsten habe ich damals nicht viele Träume gehabt, bevor dieser eine Traum kam. Ein paar Wochen vorher hatte ich schon einen sehr intensiven Traum, der spielt dann auch eine Rolle. Aber das war das Heftigste dieser Traum. Soll ich noch was? Dann gehe ich zum Traum. Ja, das ist schon mal super. Also der Traum ist ja nicht ganz taufrisch. Mhm. Der ist ja schon ein paar Jahre alt. Wann hattest du den? 2009 oder war das 2011? Ich habe es aufgeschrieben. Ich glaube, es war 2011, hatte ich mir irgendwo notiert. Ja, am 29.11.2011. Und weil es so intensiv war, habe ich den Traum noch sofort aufgeschrieben. Also original, ich werde es nachher auch vorlesen. Ich habe ihn gleich aufgeschrieben und wie gesagt, mit meiner Frau besprochen. In dem Traum habe ich die ganze Zeit gewusst, es passiert irgendwas. Irgendwas ist faul, eine Falle. Und ich habe immer gewartet, was passiert. Und am Schluss, als ich dachte, ach, das geht ja ganz glimpflich ab, auf einmal ist das Unglück passiert. Und das war so heftig in dem Traum, dass ich geschockt war, bis in mein Innerstes. Und das Krasseste danach, am Ende kam jemand im Traum vorbei und sagte, wenn man das gewusst hätte, hätte man die Leute warnen können. Und ich habe dann noch gesagt, ich wusste ja nicht. Also ich wusste, dass irgendwas kommt, aber nicht was. Und darum bin ich auch hier, weil ich diese Warnung, die ich da bekommen habe, weitergeben möchte. Denn ich glaube, dass der Traum nicht nur für mich persönlich war. Er hat innerhalb der nächsten 2 Tage, es sind krasse Sachen passiert, die das bestätigt haben. Aber im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass dieser Traum viel umfassender ist und sich bis heute erfüllt. Immer mehr und dass das ganz Deutschland eigentlich betrifft. Und darum bin ich auch hier, um das weiterzugeben für alle, die offen sind, das zu hören. Ja, sag nochmal was. Vorhin im Gespräch hatten wir darüber gesprochen, zu der Elbe als da Ost- und Westdeutschland. Das fand ich ja sehr interessant. Ja. Ich glaube, das ist hilfreich zum Verständnis. Ja, in dem Traum war ich auf einem Elbkahn. Ich wusste von Anfang an, ich fuhr auf so einem Kahn, so 100 Meter langer Frachtkahn. Und im Traum wusste ich, es ist ein Elbkahn. Und dieser Elbkahn stand für mich, irgendwie hatte ich das Gefühl für Deutschland. Ich dachte natürlich später, ja Armin, das ist deine Familie oder was, aber ich hatte das Gefühl, das ist wie Deutschland. Und auf einmal löste sich die Spitze von dem Kahn und verschwand. Ja, ich weiß. Aber ich fuhr auf der Elbe entlang und immer war links und rechts für mich. Links war Westdeutschland und rechts Ostdeutschland. Und ich bin in Erdkunde nicht so super gut. Ich habe dann gedacht, ja, ist die Elbe die Grenze eigentlich so mit der DDR oder was? Und das ist nur streckenweise wahr. Und dachte, komisch, ich hatte immer links und rechts. Und jetzt vor kurzer Zeit erzählt mir ein Freund, er hat ein historisches Werk gelesen über die Geschichte Deutschlands von 12 Bänden, die jemand komprimiert hat auf einen Band. Und dann sagt er mir, Armin, weißt du was? Der kommt immer wieder darauf zurück, dass er sagt, eigentlich ist die Grenze zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland früher immer die Elbe gewesen. Und
es hatte immer schon eine Thematik in der gesamten Geschichte Deutschlands gegeben, in der Beziehung zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland und der Problematik, die da besteht. Und so waren ein paar Sachen in dem Traum, die erstmal für mich keinen Sinn gegeben haben, wo immer wieder so Hinweise kamen, wo ich gemerkt habe, aha, interessant, das hat doch eine Bedeutung. Ja, cool, sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, steig doch mal ein und lass uns mal was von deinem Traum wissen. Ja. Sekunde. Ich glaube, ich erzähle euch erstmal das Unmittelbare, was passiert ist, dass ihr versteht, wie krass das war. Ich habe wie sich das für mich erfüllt hat. Darum habe ich den Traum so ernst genommen, weil die Erfüllung sofort begann. Ich habe noch am selben Abend den Traum im Hauskreis erzählt und habe die Leute gebeten, habe gesagt, bitte, betet für uns als Familie. Irgendeine Gefahr ist da. Wir sind in Gefahr. Und die haben mich angeschaut, als wäre ich im Schlafanzug zum Hauskreis gekommen. Ich habe mich, Armin, du hast einen Traum gehabt. Mhm, erzähl mal. Aber ich musste es erzählen. Seltsamerweise sagte eine Frau, ich muss an einen Autounfall denken. Weil mein Sohn hatte gestern einen. Ich dachte, naja, toll. Ob das die Deutung ist. Aber eins habe ich gemacht. Ich habe gesagt, betet für uns. Irgendeine Gefahr ist da. Das war am Mittwochabend. Am Donnerstagabend komme ich von der Arbeit zurück. Ich hatte nachts Spätdienst und laufe nachts durch den Wald zurück. Auf einmal, kurz vorm Ende des Waldes im Dunkeln, sehe ich ein Bild von mir, von dem Traum, den ich ein paar Wochen vorher hatte. Ich habe meinen Sohn, einen meiner Söhne gesehen. Ich habe übrigens alle meine Kinder gewarnt. Aufgrund des Traumes habe ich gesagt, Kinder, passt auf, irgendeine Gefahr ist für unsere Familie, richtig was Krasses. Einen habe ich vergessen, das zu sagen. Der ist irgendwie durch die Lappen gegangen, der letzte, der von den drei Söhnen. Auf jeden Fall sehe ich auf einmal aus dem Traum das Bild vor mir, wie er in einem Wasser liegt, in einem See, der zugefroren ist. Er liegt darin, das Eis ist um sein Gesicht, er ist weiß. Ich weiß, er lebt noch, aber er ist fast tot. Und ich wusste in dem Moment, das ist jetzt die Gefahr. Als ich dieses Bild vor mir gesehen habe, habe ich geschrien im Wald, ich habe laut geschrien, Gott, lass den David nicht sterben. Ich gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Lass ihn nicht sterben. Rette ihn, rette ihn. Ich habe richtig laut geschrien. Das heißt, wer zum Herrn ruft, wird gerettet. Ich habe geschrien, lass ihn nicht sterben. Zwei Minuten, länger nicht. Auf einmal hatte ich Frieden. So wie wenn man anruft und der andere sagt, ist okay. Ich hatte Frieden, bin nach Hause, lege mich ins Bett. Ich habe nicht mal meiner Frau erzählt, die hat schon geschlafen. Und bin eingeschlafen. Und dann ruft auf einmal nachts um 00:30 oder um 01:30, ich weiß die Zeit nicht mehr, klingeling die Polizei. Grüß Gott, sind Sie Herr Held? Ja, Polizei Bad Aibling. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, Ihr Sohn hat einen sehr schweren S-Bahn-Unfall gehabt. Aber er muss einen sehr guten Schutzengel gehabt haben, denn er ist nicht lebensgefährlich verletzt. Wir haben davon ein paar Bilder, nicht wahr? Ja, das kannst du mal einblenden. Ich erzähle weiter. Der ist bei Rot über eine S-Bahn-Schranke gefahren und wie er selber später gesagt hat, hat er gerade noch die letzte S-Bahn erwischt. Das war nämlich die letzte S-Bahn und die ist volle Karacho in sein Auto in die Seite reingefahren und hat ihn 200 Meter mitgeschleift. Das Auto hat es unter die S-Bahn reingewurzelt, auf den Schienen hat es die Reifen abgerieben und der S-Bahn-Fahrer ist nicht ausgestiegen. Er hat gesagt, er schaut sich die Leichen nicht an. Er hat nur runtergeschaut, hat gesagt, da lebt kein Mensch mehr da drin, hat Feuerwehr und Polizei angerufen, ist dann durch seine S-Bahn gegangen, um zu schauen, ob jemand verletzt ist und ist dann wieder nach vorne, um zu gucken, ja, was los ist. Dann stand neben dem Auto jemand und hat telefoniert. Dann hat er runtergerufen, der S-Bahn-Fahrer, weil wir haben ihn hinterher zum Pizzaessen eingeladen, darum hat er uns das erzählt. Dann hat er gesagt, du brauchst nicht mehr die Feuerwehr anzurufen, ich habe schon alle antelefoniert und jetzt kannst du verschwinden. Dann hat der Mann da unten gesagt, warum soll ich verschwinden? Hat er gesagt, ja, weil ich brauche keine Schaulustigen. Hat er gesagt, ich bin kein Schaulustiger. Ja, wer bist du dann? Ja, ich bin der Fahrer. Dann hat er gesagt, ja, red keinen Schmarrn und verschwind von hier. Der konnte es nicht glauben. Er war fassungslos, dass der aus dem Auto ausgestiegen ist. Auf den Bildern sieht man, das Auto ist zerquetscht, das war hüfthoch nur noch. Die S-Bahn ist bis zur Handbremse reingefahren. Das Lenkrad war runtergedrückt bis zwei Handbreit über den Fußboden. Und er hatte den rechten Arm gebrochen und das Schlüsselbein. Es waren insgesamt drei Fernsehsender da. Die Bild-Zeitung war da, hat ihn interviewt. Und die Fernsehsender haben sogar den Chefarzt interviewt und gefragt, wie gibt es, dass er das überlebt hat.
Und der Chefarzt hat gesagt, er kann es sich eigentlich nicht erklären. Das war nämlich ein Mazda. Das war nicht mal irgend so ein Humvee oder sowas. Es war ein einfacher kleiner Mazda. Und wenn man sich den anschaut, sieht man, was das Wunder war. Und das war für mich zwei Lektionen aus diesem Traum und den Ereignissen. Der Traum war ein Horrortraum, aber ich bin überzeugt, er hat meinem Sohn das Leben gerettet. Gott wollte, dass ich bete. Und die Feuerwehr, die wir auch besucht haben nach dem Einsatz, die hat auch gesagt, der muss mehrere Schutzengel gehabt haben. Sie hatten kurze Zeit vorher so einen Einsatz mit zwei Leuten, die beide tot waren. Und der Feuerwehrhauptmann hat gesagt, er hat sich überlegt, wen nehme ich jetzt da mit nach vorne zur S-Bahn, der auch fähig ist, sich die Leichen anzuschauen. Und dann kam ihm mein Sohn schon entgegen und hat gesagt, passt auf, dass ihr mir mein Auto nicht kaputt macht, weil er war unter Schock gestanden. Und das Auto war so unter der S-Bahn, sie konnten es nicht mehr rausziehen. Sie mussten es mit Ketten an den Gleisen festmachen und die S-Bahn musste rückwärts fahren, um das da wieder rauszukriegen. Also zum Hintergrund, das war der Schocker sozusagen und die Rettung. Also ich habe daraus für mich zwei Lehren gezogen aus dem Traum. In dem Traum habe ich immer nicht gebetet und nicht gewarnt. Also habe ich für mich gelernt, ich möchte warnen. Und selbst wenn das nicht hilft, selbst Gebet in letzter Sekunde kann noch retten. Und dazu möchte ich ermutigen, dass man beten kann, auch den letzten Drücker noch. Ja. Ich bin überzeugt, das hat meinem Sohn das Leben gerettet. Amen. Halleluja. Und jetzt würde ich euch den Traum vorlesen und dann, dass ihr seht, warum ich meine, dass es jetzt auch für Deutschland eine Bedeutung hat. Ist das okay? Ja, gut. Leg los. Ich befinde mich auf einem Schiff, einer Art Frachtkahn, in Klammern Elbkahn, der auf einem Fluss fährt. Ich bin ziemlich weit vorne und beobachte, wie das Vorderteil, die Spitze, sich vom Schiff löst und in Gestalt eines Ausflugsbootes mit Wimpeln ziemlich schnell nach vorne abhaut. Abhaut. Das war wie abgehauen, diese Kante, und das ist abgehauen. Und am Horizont verschwindet. Der Kahn fährt langsam, in Klammern, führerlos weiter. Er hat vorne eine gerade Abrisskante. Mein Gefühl dabei, die Führung ist abgehauen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist eine Falle. Hinter mir sind Leute auf dem Kahn und ich habe spontan den Drang, loszuschreien und alle zu warnen, Alarm zu schlagen. Ich habe den Verdacht, das Wort Verdacht war betont. Verdacht, später habe ich gemerkt, ich habe mich verdacht. Ich habe den Verdacht, dass gleich ein Wasserfall kommt, den wir hinunterstürzen werden. Aber weil ich es nicht sicher weiß und ich die Leute nicht unnötig beunruhigen und dann blöd dastehen will, zögere ich. Der Kanal ist recht schmal. Ich checke ab. Wir sind so nah am rechten Ufer, dass man jederzeit vom Kahn direkt auf das Ufer springen kann. Aussteigen, habe ich in Klammern geschrieben. Das beruhigt mich, sodass ich nicht Alarm schlage. Aber ich verfolge mit gespannter Aufmerksamkeit, wie die Lage sich weiterentwickelt. Es ist leichter Nebel auf dem Wasser, aber es geht flach weiter. Dann wird der Kahn langsam schneller. Ich empfinde das als unheimlich. Die Fahrt dauert eine ganze Weile. Ich schaue nach hinten. Der Kahn ist ziemlich lang. 100 Meter. Im Traum wusste ich das. Hinten sind etliche Leute, haben aber alle nichts gemerkt. Leben einfach so vor sich hin. Die Atmosphäre ist wie in den Isarauen im Sommer. Grillfeuer, Feierlaune. Ich checke wieder, ob man noch abspringen könnte. Es ginge schon, aber der Kahn ist schneller und das Flussbett leicht gewunden. Es besteht die Gefahr, vom Hinterteil des Kahnes am Ufer zerquetscht zu werden, wenn man nicht gleich ganz schnell ans Ufer schwimmt. Dann sehe ich wie im Rückspiegel ein Auto auf dem Kanal fahren in der Kurve. Der Kahn überholt es und schrammt daran entlang, zerquetscht es aber nicht. Mein Gefühl: Das war knapp, gerade noch mal gut gegangen. Das Wort Auto, griechisch selber, ist irgendwie betont. Das war eigentlich der Autounfall. Aber im Traum war der harmlos. Habe ich nur gesagt, ach, das war knapp. Aber das war der Autounfall, um das zeitlich einzuordnen.
weil es so eingequetscht worden ist. Von diesem Moment an wird die gesamte Stimmung hektischer. Ich schaue nach vorne. Es wird nun eher sumpfig, die Fahrrinne breiter. Vorne sehe ich Schilf an den Ufern. Ich beobachte aber eigentlich immer nur das rechte Ufer. Mein Gefühl, jetzt ist es eher schlecht abzuspringen, weil es sumpfig ist. Und außerdem habe ich wieder einen Verdacht. Dabei schwingt immer das Gefühl mit, dass ich mich dabei verdacht habe, dass in dem Schilf Krokodile lauern. Es wird aber dann vorne kiesig, der Fluss vertrocknet. Das war für mich ein Grund, später als es passiert ist, dass die Elbe trocknet, austrocknet. In den letzten 2 Jahren kamen diese Trockenheiten und ich schaue kein Fernsehen, aber in meinen Wetterbericht Nachrichten kam immer, dass die Elbe austrocknet und dass die Elbe Tiefstände hat und sogar dort die Sandbänke auftauchen. Dachte ich mir, interessant, jetzt kommt genau das, der Fluss vertrocknet. Aber warte mal, da war doch auch sogar so ein gesunkenes Schiff, was wieder aufgetaucht ist. Ja, oder? Ein Kahn, der da aufgelaufen ist, der wird dann immer sichtbar, wenn dieser Elbe-Tiefstand erreicht wird. Also das tauchten immer wieder diese Bilder, die ich hatte, tauchten auf. Mein Gefühl, wir laufen auf die Kiesbank auf, das Ganze geht nochmal glimpflich ab. Erleichterung. Die Kiesbank, da war das Wort Bank wieder betont. Ich dachte, das geht nochmal glimpflich ab. Doch dann geht alles ganz schnell, also genau als ich dachte, es geht glimpflich ab, doch dann geht alles ganz schnell. Der Kahn, und ich habe es damals schon aufgeschrieben, / Tanker. Der Kahn hat sich im Traum in einen Tanker verwandelt, läuft auf. Aber in demselben Augenblick schert die hintere Hälfte des Schiffes, also die Hälfte, ich hatte das Gefühl, ich sah aus dem Augenwinkel, der Tanker klappte zusammen. Und schwingt in eine Bucht, die mich an eine Kiesgrube erinnert, die sich links vom Schiff befindet. Möchtest du? Gerne, danke. Ich sage das jetzt gleich mal. In dem Fall, im Traum war ich erstaunt, wie der Kahn sich genau in der Mitte teilt und ein Scharnier hat. Und ich habe den Traum später Freunden erzählt. Und dann denkt man, Traum ist ja alles möglich. Aber mir hat jemand erzählt, es gibt tatsächlich solche Schiffe, die in der Mitte ein Scharnier haben. Und zwar werden die zur Bekämpfung von einer Ölpest verwendet. Wenn also irgendwo Öl ausläuft und auf der Wasseroberfläche schwimmt, kommt dieses Schiff, hat ein Scharnier, klappt sich in der Mitte auf und filtert dann dieses Wasser durch seine Mitte hindurch. Und das war praktisch, nachdem die Elbe-Tiefstände in den letzten Jahren waren, habe ich Anfang dieses Jahres zu meiner Frau gesagt, bevor dieses Unglück am Schluss passiert, was jetzt denn gleich noch kommt, müsste eigentlich noch etwas passieren, weil dieser Tanker oder dieses Schiff, das das Öl aufsammelt, steht für mich eindeutig für eine Ölkrise. Weil es wird verwendet, um eine Ölpest zu bekämpfen, und zwar eine umgekehrte Ölkrise. Wir hatten ja schon mal eine Ölmangelkrise. Und ich habe zu ihr gesagt, es muss umgekehrt sein, es muss eine Ölkrise sein, bei der zu viel Öl da ist. Und als dann im März irgendwann ich wieder mal meinen Wetterbericht anschaue oder meine Mails abrufe, steht da ganz groß eben, zu viel Öl ist da, Russland und irgendwer, die zanken sich und es gibt einfach zu viel Öl. Und sie wollen versuchen, das irgendwie abzuschöpfen und das klappt nicht und der Ölpreis geht in den Keller und die Aktien brechen ab. Dachte ich, ja Hammer, jetzt ist es da, wir haben eine Ölkrise, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht in den letzten 30 Jahren, wir haben zu viel Öl. Dann dachte ich mir, wow, jetzt kommt es aber langsam zur Erfüllung. So, dann ging es weiter. Ja, eben, es schwenkt, ein schwenkt nach links, der Kahn, die Hälfte schwenkt nach links. Ich hatte immer so dieses Gefühl, ein schwenkt nach links, als wäre das... Ich dachte auch ans Politische, ein Schwenk nach links, ja, der da passiert. Die Wände der Kiesgrube sind sehr hoch, 100 Meter. Ich wusste, das Schiff ist 100 Meter lang, 100 Meter hoch, aber aus Sand. Sofort beim und ich hatte das Gefühl, das hat so einen Schwung, es zielt auf diese Kiesgrube hin und es stößt dann an die Sandbank an, weil es so viel Schwung hat, dass es gar nicht mehr halten kann. Sofort beim Aufprall des Schiffes auf diese Wände rutscht ein Teil der Sandmassen ab und begräbt den Kahn unter sich. Sobald die Sandmassen mit dem Wasser in Kontakt kommen, verwandeln sie sich in Schlamm. Mein Gefühl, ich bin total überrascht und entsetzt, geschockt. Denn ich habe das Gefühl, dass alle, die sich in diesem Bereich des Schiffes befunden haben, total verschüttet und rettungslos verloren sind.
Das war das. Ich habe die ganze Zeit gewartet und war gespannt. Als ich dann dachte, das geht ja nochmal glimpflich auf, als wir auf die Kiesbank auflaufen, dann ging alles ganz schnell. Der Sand stürzte runter wie so ein Gletscherkalb von dieser Sandbank. Und bäm, war das unter Wasser gedrückt, Sand, und man konnte nichts mehr machen. Ich war total geschockt. Das war dieser Schock, den ich im Traum hatte, der mich bis mittags nicht mehr losgelassen hat. Ich sage das mal im Vergleich, weil du hast es schon angesprochen, man denkt sich, ja, tut einem Gott sowas an, dass der ihn so schockt im Traum. Der Daniel war nach seinen Träumen teilweise so geschockt, heißt es, der war tagelang krank. Und wenn wir an den Pharao denken, der konnte nicht mehr schlafen, der hat keine Ruhe mehr gegeben, bis er gesagt hat, muss wissen, was es mit dem Traum auf sich hat. Nebukadnezar auch, der hat gesagt, ich bringe euch alle um, wenn ihr mir nicht die Deutung von dem Traum sagt. Also der wollte das wissen, weil Gott bringt da sowas Tiefes in Bewegung, damit wir eben nicht drüber weggehen und sagen, ach ja, habe ich schlecht geschlafen. Ja. Das war so intensiv und ich glaube deswegen, das war eigentlich der Schocker. Der Unfall meines Sohnes, der mich so geschockt hat, war eine Kleinigkeit. Ja, da war ich geschockt. Ich sehe es nicht ganz zu Ende, aber ich sehe ein paar Leute, die nur halb verschüttet sind, aus dem Schlamm herausschauen, vielleicht auch, weil sie helfen wollen, reingesprungen sind. Einige vom vorderen Teil des Schiffes, die es nicht erwischt hat, wollen helfen. Die Lage ist hektisch und verzweifelt, hoffnungslos, keine Schaufeln, gegen die Schlammmassen ist nichts auszurichten in so kurzer Zeit, die hier nur bleibt, bevor die Leute unter dem Schlamm ersticken. Die Helfer, die gleich dazuspringen, versinken im Schlamm und sind in Gefahr, selber unterzugehen. Da läuft jemand an mir vorbei. Es ist wie eine Szene in einem Film. Er sagt im Vorbeigehen zu mir, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man die Leute warnen können. Betroffen antworte ich, ich habe ja gewusst. Ich wusste ja nicht. Ich war sowas von verzweifelt, als ich das gesagt habe. Weil ich hatte ja von Anfang an geahnt, es ist eine Falle. Das ist übrigens für mich noch was Interessantes. Es ist nicht ein Zufall, der da passiert. Das war geplant, die Führung ist abgehauen, die wussten, was kommt zumindest, ob sie es geplant haben, aber sie wussten, was kommt, sie haben sich in Sicherheit gebracht und es war eine Falle. Tatsächlich ist er runtergefallen und hat alle unter sich begraben. Und deswegen sage ich, möchte ich nicht versäumen, diese Warnung weiterzugeben. Ich habe noch Gedanken dazu, praktisch, was es bedeutet und wie man damit umgehen kann. Aber ich möchte einfach auch jeden ermutigen, einfach mal Träume ernst zu nehmen. Ich erlebe das, dass immer wieder Leute das sagen, sie, wenn sie das hören. Ich möchte euch ermutigen, nehmt eure Träume ernst und fragt auch in dieser Hinsicht in erster Linie Gott mal, was er euch jetzt damit sagen will. Euch persönlich. Ja, sehr bemerkenswert. Wir werden uns das jetzt nochmal im Detail genauer anschauen. Da ist ja dieses Radio, ne? Mhm. Dieses Radio. Oh ja, das habe ich noch gar nicht vorgelesen. Das muss ich noch sagen. Pass auf. Das muss ich noch vorlesen. Genau. Es sind noch Rettungsversuche hier. Das überspringe ich jetzt mal. Es sind noch spektakuläre Rettungsversuche, die aber alle zu spät kommen und nichts bewirken. Und dann heißt es, jetzt stehen alle rum und reden, plaudern fast. Ich will noch nicht aufgeben, es ist wie in so einer Drehpause kam mir das vor, noch einen Rettungsversuch unternehmen. Ich rufe allen zu, sie sollen still sein, damit man hören kann, ob noch welche ein Lebenszeichen von sich geben. Einer wird richtig wütend und geht auf mich los, was mir einfällt. Einerseits das Radio ausschalten zu wollen, andererseits allen Anweisungen zu geben. Aber die anderen sagen, er hat recht und werden still. Jetzt hört man das Radio, das schon die ganze Zeit von Anfang an auf dem Schiffsdeck steht und läuft. Mein Gefühl, das war dafür verantwortlich, dass die Leute nicht mitbekommen haben, was abläuft. Das Radio muss noch extra ausgemacht werden, was auch jemand tut. Dann rufe ich, ist da noch jemand? Gib ein Lebenszeichen, aber es ist nichts zu hören. Mein Gefühl, als wären unter Deck ganz viele leere Getränkekisten gestapelt und jetzt von Sand umgeben, aber keine Menschen. Was das Letzte bedeutet, weiß ich nicht. Nur eins ist interessant, es war Sand in dem Traum, es war dieser Radio und es waren leere Bierkästen. Es gibt von den Bildern, die ihr gesehen habt, vielleicht, auf jeden Fall gibt es ein Bild, wo das Auto zerquetscht ist. Mein Sohn hatte im Kofferraum zwei Sachen, eine riesen Lautsprecherbox und ein Kasten Bier.
Und zum Sand angesprochen, als ich das dem S-Bahn-Führer von dem Sand erzählt habe, dass so viel Sand runtergefallen ist, sagt er, ja, bei Notbremsungen schütten wir immer ganz viel Sand auf die Gleise. Also die S-Bahn hat vorne Sand drin und schüttet den runter. So taucht der Sand wieder auf, weil an dem Abend, als wir haben beten lassen, erzählte auch die Frau, dass ganz viel Sand auf der Straße war. Das sind nur so kleine Sachen, die dann auftauchen. Also das kann ich jetzt nicht bewerten. Aber der Punkt ist, dieses Radio im Traum wurde mir bewusst, so ähnlich wie die Führung ist abgehauen, da wusste ich, es ist eine Falle. Und dieses Radio war schuld, dass die Leute nicht mitbekommen haben, was abläuft. Und diese Isarauen-Stimmung auch, ja, man grillt und dann läuft das Radio. Und ich hatte so das Gefühl, da kommen so Nachrichten, ja, und jetzt kommen die Lottozahlen und das Fußballergebnis und der Wetterbericht. Und es gibt dem alles so das Gefühl, Leute, es ist eigentlich alles unter Kontrolle. Weil solange noch solche Nichtigkeiten gemeldet werden wie Fußballergebnisse, muss man sagen, dann kann es ja noch nicht so schlimm sein. Ja, und das. Also, bevor wir jetzt in die Details gehen, so wie ich es jetzt verstanden habe, mal von meiner Seite kurz zusammengefasst. Du befindest dich im vorderen Teil auf diesem Schiff, 100 Meter lang, und auf einmal merkst du, zack, vorne ist wie abgeschnitten und sagen wir mal, die Kapitäns und sonstige, die Leitung verschwindet. Ja. Das Schiff ist also führerlos. Fährt dann weiter, einfach führerlos, noch über eine längere Strecke. Währenddessen läuft die ganze Zeit das Radio, was du aber erst hinterher gemerkt hast. Mhm. Und hinten ist gute Stimmung, also Partystimmung, sage ich mal. Es wird immer gefährlicher und immer schwieriger. Und dann siehst du diese Kiesbank und das Schiff läuft dann da drauf. Und in dem Moment, wo du denkst, jetzt ist eigentlich alles gut, zerbricht das Schiff, sage ich mal, oder es schert aus und der hintere Teil schwenkt nach links, donnert in diese Sandbucht oder was, ja, und eine, ich sag mal, Lawine von Sand begräbt diesen Teil des Schiffes unter sich und ist dann quasi rettungslos verloren, der Teil, der nach links abgeschwenkt ist. Was war denn mit dir und den anderen Leuten, die jetzt auf dem anderen Teil des Schiffes waren, also quasi führerlos, die noch bestehende Hälfte? Ja. Ihr kamt ja auch nicht weiter, da war ja diese Kiesbank. Ja, aber das Entscheidende war für mich, dass ich da, mir ist aufgefallen, der rechte Teil des Schiffes oder der vordere, dem ist eigentlich nichts passiert. Nur diesen linken geschwenkten Flügel hat es erwischt. Und ich dachte mir, ja, die Warnung, ein Hauptpunkt war die Wachsamkeit. Ja, ich war auf dem vorderen Teil, ich war wachsam, ich wollte sehen, was passiert. Ich habe schon das beobachtet. Ein Grundproblem war, fast ein Fehler war, würde ich sagen, ich habe immer sehr auf die Umstände geschaut. Was passiert, was passiert, was passiert, was passiert als nächstes? Ich war da sehr fixiert drauf. Und ich habe nach dem Traum, schon während ich mit meiner Frau geredet habe, habe ich mehrere Schlussfolgerungen gezogen. Ich habe gesagt, eins habe ich im Traum nicht gemacht, ich habe nicht gebetet. Weil wenn ich schon spüre, irgendeine Gefahr ist, aber ich weiß, ich weiß nicht was. Ich kann ja wenigstens beten. Aber wir haben, in real haben wir dann gebetet und ich glaube, das hat meinem Sohn das Leben gerettet. Das Zweite ist, ich wusste nicht, wovor ich warnen soll, konkret was passiert, aber trotzdem hätte ich alarmieren sollen. Denn wer sich alarmieren lässt, hätte selber gesehen, dass die Führung abgehauen ist. Das ist was Auffälliges. Ja. Und da möchte ich noch was sagen zu dem Abhauen der Führung. Ich habe auch darüber nachgedacht, weil das war wie so ein Ausflugsschiff. Es war so betont harmlos. Also, der vordere Teil, der weg war dann. Ja. Das abgehauen ist, das war ja, damit ging ja alles los, dass ich dachte, das war so getan, wie eine Tarnung. Ja, wir fahren denn jetzt mal weg und wir haben ja nur einen Ausflug. Und ich habe dann auch dieses Jahr habe ich gedacht, ja, was fällt mir denn dazu ein? Für was steht diese Stimmung? Und dann fiel mir nur auf einmal das Wort Davos ein, Davos. Dachte ich, ja, das ist so ein Skiresort. Ja, genau, da fahren doch immer die Reichen hin und haben da ihre Ausflüge. Ja, stimmt, da ist doch auch irgendeine Konferenz. Und ich dachte, das muss ich mir mal genauer anschauen. Am nächsten Morgen schickt mir meine Schwester ein Video über Davos. Und dass sich da jedes Jahr das Weltwirtschaftsforum trifft, wo sich die reichsten Menschen der Welt treffen, nur mit Milliardenumsatz, die Politiker, die höchsten Politiker der Welt, der Adel, und die Vertreter der Medien, also ungefähr die gesamte Führung, treffen sich jedes Jahr und haben da, was machen sie da? Die haben einfach eine schöne Zeit. Wenn man dann hinterher fragt, was habt ihr gemacht? Och, nichts. Man hört dann, sie haben sich über das Klima gesorgt. Aber daran muss ich denken, dass die seit Jahren sich da treffen und wir kriegen nicht mit, was passiert. Aber vielleicht kriegen die das doch mit und sind weg.
Ja, und also das ist prophetisch schon mal sehr interessant, ja, mit dem Thema Davos und alles, oder beziehungsweise World Economic Forum und alles, was dazugehört. Das ist momentan sehr brisant und ein echtes Gebetsanliegen, genau, da reinzugehen, auch prophetisch. Aber gut, das war jetzt ohne zu wissen. Und der Punkt war der, ohne zu wissen, was die eigentlich machen, wäre es gut schon mal einfach, dass man aufgewacht ist und nicht in dem Gefühl ist, alles läuft wie normal. Mhm. Allein das hat schon genügt. Und dass man merkt, man kann sozusagen nicht auf eine Führung hier vertrauen. Die da hinten haben alle gar nicht gemerkt, dass sie führerlos sind. Mhm. Die dachten alle, da vorne, die managen das schon. Ja. Aber zu merken, nein, du kannst dich nicht auf die verlassen. Du musst selber ja aufwachen. Aufwachen ist angesagt. Also diese Alarmierung, dieses Aufwecken habe ich empfunden. Und ein weiteres ist mir gekommen. Warte mal, ganz kurz. Schon, ja. Warte mal ganz kurz. Also das Schiff, von dem du denkst, das steht für Deutschland, ja, auf dem Fluss, der Osten und Westen, ja, mehr oder weniger trennt. Auf einmal führungslos, ja, abgehauen, mhm, wie auch immer. So, und jetzt ist der Kahn führungslos und geht irgendwie weiter. Du bist im vorderen Teil und beobachtest, was passiert, ja, und hinten ist Party. Ja, genau, ja, eben, und diese Partystimmung wollte ich nicht stören. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht konkret sagen konnte, was passieren wird. Ich hätte zwar sagen können, was der Fall ist, dass die Führung weg ist, aber ich dachte immer, ich muss sagen, was konkret passiert, und ich habe mich immer wieder verdacht. Das kann also bis heute sagen, ich bin auch nur ein Mensch, meine Interpretationen können auch falsch sein. Der Traum im Kern, glaube ich, dass es von Gott ist, aber wie ich das gedeutet habe, kann teilweise, ja, das sind halt jetzt meine Deutungen, die mir gekommen sind, aber eins war sehr deutlich für mich. Ich habe gedacht, was ist es? Aber eins war sehr deutlich. Es ging um die Bank. Das war deutlich. Also wir liefen auf die Kies Bank auf und das Wort Bank war richtig betont. Und dann kam das, dass das an die Sandbank anstieß. Und das sind, wieder war das Wort Bank betont. Und es hat was mit den Banken zu tun. Kies stand für mich immer erstens mal für Vermögen, und zwar, was man wirklich greifen kann. Ja? Also ich sag mal, ich habe überlegt, steht das für das Bargeld? Ja? Weil wir liefen ja auf und blieben stehen. Hm. Dann war Ende. Der Kahn fuhr nicht weiter. Das heißt, ist es das Ende vom Bargeld, habe ich mir gedacht, wenn der Kies ist. Und dann gibt es nur noch Sand. Die Sandbank war riesig. Und als das runterbrach von der Sandbank, dann war die ja immer noch riesig. Es war nicht das Ende der Sandbank, das war der Anfang der Sandbank. Aber ein Teil brach herunter. Und Sand steht ja für etwas Vergängliches, Unzuverlässiges. Er hat auf den Sand gebaut. Hm. Für mich waren das immer dieses virtuelle Geld. Also Bargeld ist das Türkis. Und Aktien und was weiß ich, also das virtuelle Kryptowährung. Geld. Kryptowährung. Ja, was auch immer. Das kannst du vermehren ohne Ende. So lang wie der Kahn ist, also je länger das geht, desto mehr wird es einfach. Hm. Also die Länge des Kahns war für mich für die Länge der Zeit. Und so lang wie die Zeit war, so hoch ist es geworden. Ja, so hoch Schulden zum Beispiel. Ach so, ja. Also für mich ist das Thema Schulden sehr, sehr wichtig. Die Schuldenfalle auch, ja. Schuldenfalle. Auf jeden Fall, dass etwas mit den Banken kommt. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es muss ein Bankencrash sein. Am Anfang mit meiner Familie hat es natürlich jetzt keinen großen Sinn gemacht. Aber wenn man Gesamtdeutschland sieht, bin ich überzeugt, dass ein Bankencrash kommt und dass der dann sehr schnell kommt. Das ging, als ich dachte, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, ging es so schnell, dass ich überrascht war. Und man konnte dann nichts mehr machen. Wer nicht vorbereitet war, den hat es erwischt. Und es hat genügt. Nicht hinten auf der Feier. Ich dachte mir, was muss ich denn großartig tun? Ja, man musste ja nichts Großartiges tun. Wenn man vorne war, hat es einen nicht erwischt. Nur die hinten, sage ich mal, geschlafen, geträumt oder gefeiert haben, die hat es erwischt. Also hinten war ein Haufen Volk auf dem, ja, Schiff, ja. Und die donnerten in diese Sandbucht oder, ja, was rein. Der Sand hat das begraben, das, mhm, Schiff unter Wasser, und der hat sich sofort dann verfestigt, ja, hast du gesagt. Also richtig. Wie Beton wurde der, ja. Wie Beton wurde der. Da gab es doch jetzt vor kurzem so ein Unglück, ja, nicht wahr? Ja, ist interessant, da hatten wir abgemacht, gerade, dass ich komme, um bei, ja, dir zu erzählen. Und kurz drauf sehe ich in der Zeitung auf der Schlagzeile, dass bei uns in der Gegend in Bayern ist eine Verschalung gebrochen. Das habe ich auch noch nie gehört, dass sowas passiert ist. Das habe ich zum ersten Mal gesehen.
Bauarbeiter haben eine Verschalung gemacht und über ihnen war der Beton und die Verschalung ist gebrochen und genau das ist passiert. Dieser nasse Sand, ja, ist runtergebrochen, hat sie unter sich begraben und von den 5 Leuten waren 4 sofort tot und einer war verletzt. Dachte ich mir, wow, so ähnlich muss ich das angefühlt haben, wenn es plötzlich runterbricht. Das war gerade jetzt gewesen, ja. Und du sagst, es ist auffällig, dass es nach links ist und man merkt ja schon, wenn der Armin erzählt, er legt Wert auf Worte, wie diese beispielsweise abgehauen oder sowas, ne? Oder eben Bank, ja, Kies und solche Sachen, das finde ich sehr interessant. Und so eben auch dieser Teil des Schiffes, das war ja ein Schiff, ne? Aber auf einmal löst es sich und geht eben nach links weg, fährt nach links aus, was gleichzeitig das Elend und der Untergang all dieser Leute ist. Also das war mir, zum Beispiel das Wort Bank war im Traum schon betont oder das Auto. Und dieser Schwenk nach links, das habe ich auch empfunden. Ich habe ja auch immer nach rechts geschaut in Sicherheit. Ich dachte dann, ja, bin ich ja politisch da nach rechts orientiert oder was? Es war halt, wir waren da rechts dran und das ist das Ostdeutschland, das weiß ich nicht. Aber eins hatte ich das Gefühl, dieser Schwenk nach links, es war hektisch. Und es zielte auf die Kiesbank hin, auf die Kiesgrube, da wo man da den Kies rausholt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, man versucht hier, ja, jetzt wird ja Geld gedruckt und wird Geld unter das Volk geschmissen, das sehe ich jetzt, ja. Man versucht hier mit Geld produzieren, was zu machen. Aber das war hektisch und das war überschießend, das war gar nicht mehr zu bremsen. Und ich sehe ganz was Konkretes, möchte ich sagen, weil ich überlegt habe, was gibt es für Sachen, wie man sich jetzt da vorbereiten kann. Genau, das ist ein grundsätzlicher Punkt, den ich sagen möchte. Das hört sich jetzt beängstigend an. Und mir haben Leute dann gesagt, auch im anderen Zusammenhang mit der gesamtpolitischen Lage, ja, was nützt es denn überhaupt, sich zu informieren? Was nützt es, darüber zu reden? Wir können doch sowieso nichts machen. Wir können doch sowieso gar nichts daran ändern. Und als mir das zum dritten Mal am selben Tag gesagt wurde, auf einmal habe ich gemerkt, das ist eine riesen Lüge. Das ist eine Lüge. Jemand hat gesagt, wer aufgibt, hat schon verloren. Und wenn einer dir sagt, du kannst sowieso nichts machen, ja, dann hast du verloren, wenn du das glaubst. Aber wir können so viel machen. Ich habe es in dem Heft habe ich es mal aufgeschrieben. Mir sind 13 Punkte gekommen, die ich zu überlegen, was man machen kann in dieser Lage. Man kann sich vorbereiten. Jetzt möchte ich die Parallele ziehen zu dem Traum, den der Pharao hatte. Der hatte ja auch einen Wahntraum und einen Angsttraum. Und in diesem Traum wurde ihm nicht die Lösung gezeigt. Ihm wurde nur gezeigt, es kommt ein Crash. Nach 7 fetten Jahren kommen 7 magere. Und das macht ihm Angst. Und er hat dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und Gott hat ihm nicht die Antwort gegeben, sondern er hat gesagt, wenn du weißt, was kommt, dann kannst du es dir eigentlich selber ausrechnen. Ihr könnt einfach jetzt Vorräte sammeln und wenn dann die schwierige Zeit kommt, könnt ihr es machen. Also man kann etwas machen. Und in dem Fall auch, man kann sich vorbereiten. Der Pharao brauchte jemanden, der ihm den Traum ausgelegt hat. Ja. Er brauchte einen geistlich denkenden Menschen, der ihm gesagt hat, Achtung, Folgendes steckt da drin. Ja. Weil der selber hatte keine Ahnung, was die Message war. Ne? Ja, und das Schöne war, die Auslegung war nicht ausgeflippt. Jetzt sage ich mal, der Josef hat nicht zum Pharao gesagt, ja, du musst jetzt in der Badehose vom Volk rumtanzen, sondern er hat gesagt, sammel einfach die Vorräte. Ja. Es kamen ja die fetten Jahre und man hat einfach gesammelt. Und das 7 Jahre lang. Und dann, als die mageren Jahre kamen, dann hat man gemerkt, jetzt brauchen wir es. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dieses Sammeln, dass nach dem dritten Jahr die Ägypter gesagt haben, wir können es jetzt nicht mehr sehen, wie viel sollen wir noch sammeln? Ja. Aber aufgrund des Traumes war dann doch diese Stärke dazu, sagen wir tun es und wir bereiten uns darauf vor. Es ist ja interessant, dass die Israeliten oder die Brüder von Josef nicht gesammelt haben. Ne? Ja. Die waren nicht vorbereitet. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit des Sammelns, eben nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Aber das ist nur ein Aspekt. Ich wollte sagen, der Punkt war, Gott hat etwas gezeigt, was kommt und hat gesagt, jetzt könnt ihr euch darauf vorbereiten. Mhm. In dem Fall würde ich sagen, es kommt ein Bankencrash und man kann sich selber überlegen, wie man sich vorbereiten kann darauf. Man kann etwas tun. Ja, ganz praktisch. Fängt an. Vor allen Dingen vorne quasi auf dem Schiff zu sein, wachsam zu sein, das Ding zu beobachten und sich, sagen wir mal, aus der Halligalli-Stimmung rauszubewegen. Ja, also wenn ein solcher Bankencrash passiert, man kann sich ein bisschen informieren in der Geschichte und wir haben es in Griechenland vor nicht allzu langer Zeit erlebt, was passiert bei einem Bankencrash.
Es kann halt passieren, dass du plötzlich am Bankautomaten stehst, du kriegst kein Geld mehr. Und dein Geld, was du auf der Bank hast, ist für Chicago, ist einfach weg. Ja, du kommst nicht mehr ran und es ist teilweise auch weg. Die Banken gehen pleite. Es gibt zwar eine Einlagensicherung, aber wenn das in größerem Maßstab passiert, habe ich jetzt erfahren, dann ist auch das nicht garantiert. Viele denken, ja, 100.000 kriege ich auf jeden Fall. Wenn es in größerem Maßstab geschieht, glaube ich nicht, dass es dann noch gilt. Das heißt, in der heutigen Zeit kann man ganz einfach überlegen, soll ich mein Geld auf der Bank lassen? Ich kriege sowieso keine Zinsen, womöglich noch Minuszinsen. Warum lasse ich es auf der Bank, wenn... Angenommen, Gott warnt und sagt, ein Bankencrash steht bevor, weil wenn du dann eine Meldung in den Nachrichten liest, der Bankencrash ist da, dann brauchst du nicht mehr zur Bank zu gehen, dann ist das Geld weg. Also ich, für mich, mache das ganz praktisch, ich habe es getan, ich habe meinen Bausparer gekündigt, weil ich sage, wer weiß, ob ich den noch kriege, ich verliere ein paar Zinsen, ein paar Müde, aber ich habe mein Geld. Das kann jetzt jeder für sich selber prüfen und das ist nicht... Also du meinst... Ein gewisses Maß an Bargeld zu Hause zu haben, ist schlau, ja. Obwohl die Leute ja sagen werden, naja, ob es auf der Bargeld noch funktioniert, weil Bargeld wird abgeschafft werden und so weiter. Ja, wenn's verlieren tue ich nichts. Wenn's Geld entwertet wird, hat das Bargeld auch. Ja, aber ob es auf der Bank entwertet wird oder bei dir zu Hause, spielt auch keine große Rolle. Aber zumindest, ich denke mal, was natürlich schlüssig ist, ist, wenn es tatsächlich zu einem richtigen Crash kommen sollte, in den ersten Tagen oder Wochen, dann, ja, wo es wirklich dann dramatisch ist, ne? Also dann ist natürlich dann wahrscheinlich ein gewisser Bargeldbestand tatsächlich hilfreich. Ja. Mir fällt was ein, und zwar vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, hat David Wilkerson schon eine dramatische Prophetie mal weitergegeben. Da hat er gesagt, also er hat gesehen, wie die Leute ganz normal im Supermarkt oder sowas bezahlen wollten und so weiter oder sich Geld zapfen wollten und die Karten haben nicht mehr funktioniert. Es ging einfach nicht mehr, weil war gesperrt, das gesamte System war gesperrt. Und er hat gedacht, innerhalb von kürzester Zeit, gab es sofort Unruhen und die Leute haben angefangen, die Geschäfte zu plündern. Und er hat gesagt, er hat gesehen in dem Bild ganze Warenhäuser, ja, in New York, die geplündert worden sind. Also und er sagt, es hat Wochen gedauert, bis die Polizei und sogar das Militär dann wieder Ruhe und Ordnung reingebracht hat, weil einfach die Leute gemerkt haben, ach, ich kann plötzlich nichts mehr mit meinem Geld anfangen. Also es ist Jahrzehnte her, dieses Bild von David Wilkerson. Aber wir haben vor einigen Wochen ein dramatisches andere Prophetie von David Wilkerson weitergegeben, weil wir glauben, dass das ein wirklich verlässlicher Mann Gottes ist, der absolut, wie soll ich mal sagen, kein Quatsch erzählt. Ja? Und das, was er damals gesehen hat, ist bis jetzt noch nicht eingetroffen. Das könnte eine echte Warnung sein, die da mit parallel läuft. Oder? Ich dachte früher auch, ein Bankencrash, was ist daran so schlimm? Wenn die Banken crashen, das ist doch was Abstraktes, ja? Dann sind die Konten haben ein Problem. Aber eben in der Geschichte hat sich gezeigt, dass wenn solche Bankenkrisen und Zusammenbrüche entstehen, eben solche Schuldenberge einstürzen, dass das gewaltige Auswirkungen hat, eben auf die Nahrungsmittelversorgung, Arbeitslosigkeit. Und ich meine, dass man das in der gegenwärtigen Krise, wenn man anfängt zu schauen, wenn man nur guckt, dann sieht man, dass eigentlich eins der wenigen Sachen, die sicher auf uns zukommen sind, dass es ein wirtschaftliches Problem geben wird. Und so viel Schulden, wie gemacht worden sind, auch ein finanzielles Problem. Und dann muss man damit rechnen, wenn es zu so einer Bankenkrise kommt und Finanzkrise, dass man sich darauf vorbereitet. Ich persönlich meine eben, dass es auch wichtig wäre, damit zu rechnen, dass es einen Einbruch gibt, dass man nicht so rechnen kann, als würde es immer so weitergehen mit den Finanzen und dass wir unseren Lebensstil so halten können, wie das jetzt ist. Ja. Ja. Also hier bei dieser Broschüre, da wird ja immer und immer wieder gesagt von den Propheten, es kommen Erschütterungen auf uns zu. Es kommen Erschütterungen. Und zwar Erschütterungen im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im finanziellen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im gesamten sozialen Bereich und so weiter und so weiter. Das heißt, Gott sagt, Achtung, es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Gut. Nun, Erschütterung ist noch nicht unbedingt Zerstörung. Ne? Es ist erstmal nur erschüttert, aber wie beim Erdbeben eben. Manches ist dann auch ziemlich wackelig. Ne? Aber alles wird erschüttert werden. Das
sagt die Bibel und das sagen auch die Propheten immer und immer wieder. Also das ist fast die Kernaussage von dieser Broschüre. So, und von daher finde ich das sehr interessant, wie das eigentlich ineinander läuft, denn ein Bankencrash ist etwas, was gemäß dem, was die Propheten sagen, nichts Überraschendes ist. Einfach weil es sich in diese dramatische Situation hineinbegibt. Wir haben, ich kenne eine super renommierte, sehr, sehr weltbekannte Firma, die witzigerweise auch noch, was heißt witzig, interessanterweise auch noch im medizinischen Bereich tätig ist. Und da ist es so, dass gesagt worden ist, ein zweiter Lockdown und wir sind pleite. Das ist ein World Player in Deutschland sitzend, der viele, viele technische Gerätschaften macht für Operationen und so ein Zeug. Und wo die sagen, obwohl die aus dem medizinischen Bereich sind, noch ein Lockdown und wir sind erledigt. Und das betrifft Hunderte und das betrifft Tausende von Firmen und wie viele sonstige private Personen, Existenzen, das kann man sich gar nicht ausmalen. Arbeitslose, das ist auch das, wovor immer und immer wieder gewarnt wird, ja, wo Fachleute sagen, Achtung, wir ruinieren gerade unsere Arbeitsplätze und zwar nicht im Tausenderbereich, sondern im Hunderttausenderbereich, vielleicht sogar im Millionenbereich. Ja. Ich hatte schon mehrfach gesagt, ein sehr renommiertes internationales Institut hat schon im April gesagt, wenn das so weitergeht, werden wir weltweit 1,4 Milliarden Arbeitsplätze ruinieren. Und ich sage dir eins, wenn irgendwo auf der Welt Arbeitsplätze zerstört werden, ist das nicht so, dass wir hier auf der Insel der Seligen sitzen und das betrifft uns nicht. Deutschland ist eine Exportnation und so weiter. Es ist ganz relevant. Also die Warnung vor einem finanziellen Crash, einem wirtschaftlichen Crash, ist etwas, was nach meinem Dafürhalten oder unserem Dafürhalten Gott also sehr, sehr deutlich sagt. Und deshalb haben wir den Armin auch eingeladen, weil wir gesagt haben, das ist etwas, was interessant ist, dieser Traum mit dieser Situation, quasi das Schiff Deutschland führerlos in diese irre Krise hinein. Ja. Ich würde gern persönlich jetzt noch etwas vorlesen, weil ich selber erlebt habe, der Traum hat mich ja geschockt und auch diese ganzen Umstände sind sehr beunruhigend. Und ich würde gerne etwas vorlesen, was auch in diese Zeit reinfällt. Das war, hat Gott gesagt, 2 Jahre später zu mir geredet und ich glaube, dass es auf diese Zeit zutrifft. Ich möchte es für euch als Ermutigung gern weitergeben. Bitte prüft es. Und damals hat es, ich weiß, das erste Mal in meinem Leben, dass es wie ein Diktat war. Gott hat zu mir gesagt, und ich habe es dann gleich aufgeschrieben, schreibe schnell, denn die Dinge werden schnell geschehen. Ihr seid meine geliebten Kinder, Kinder des Lichts, eine Armee der Liebe, die Werke der Finsternis zu zerstören, die Gefangenen zu befreien und die Kranken zu heilen und das Reich Gottes zu bauen. Ich werde mit euch sein und ihr mit mir. Ich werde euch beschützen und keiner Waffe, die gegen euch geschmiedet wird, soll es gelingen. Ihr werdet euch gegenseitig lieben und achten und ehren. Und ihr werdet die Verlorenen lieben und die Ungläubigen und die Bösen und eure Feinde und meine Feinde. Love never fails. Solange ihr in meiner Liebe bleibt, werdet ihr unbesiegbar sein. Und ich sende euch meinen Heiligen Geist, der euch lehren und helfen und befähigen wird, in meiner Liebe zu bleiben. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, denn es ist nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Die Werke sind alle schon von Anbeginn der Welt an fertig. Ihr müsst nur von Tag zu Tag darin wandeln. Sorge dich nicht um den morgigen Tag. Das ist mein Gebot und meine Erleichterung für euch. Trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit, und alles andere, was ihr benötigt, wird euch dazu geschenkt werden. Ich werde den Werken der Finsternis ihre Grundlage entziehen, und plötzlich wird vieles zusammenbrechen, worauf die Menschen sich verlassen haben, was aber letztlich ein Hindernis für mein Reich war.
Viele werden sich deswegen fürchten, Angst bekommen. Aber ihr sollt es als offene Türen für mein Reich erkennen und nützen. Freiheit. Seid stark und mutig. Ich gebe euch Autorität über jede Macht des Feindes. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten und es wird euch nichts anhaben können, nicht schaden. Nur wandelt im Glauben. Schaut auf mich. Verliert nie das Ziel aus den Augen. Schaut nicht auf die Finsternis und ihre Werke, sondern auf mich und mein Licht. Es ist stärker als die Finsternis, stärker als der Tod. Sinnt auf das, was schön, gut, gerecht und hoffnungsvoll ist. Genießt jeden Segen, jede Freude, die ich euch mitten im Kampf schenke. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, mein Becher fließt über. Psalm 23. Haltet euch zu den Niedrigen, helft den Armen, erbarmt euch über die Schwachen, und ihr werdet mich als Kämpfer an eurer Seite haben. Die Kinder sind wichtig, ihr müsst werden wie sie, ihr müsst von ihnen lernen, sonst werdet ihr mein Reich nicht sehen. Die Kinder sind euch als Geschenk gegeben, ich bin da in ihnen. Und werde in ihnen und durch sie meine mächtigsten Feinde besiegen. Psalm 8. Ich mache es kinderleicht für euch zu überwinden. Entspannt euch, vertraut, kommt zur Ruhe. Das war 2013. Und jetzt sehe ich, können wir das gut gebrauchen, die Ermutigung. Ja, sehr schön. Also diese prophetischen Diktate, das ist auch was, was ich kenne, wo man wirklich einfach vom Herrn geleitet wird und die Sachen einfach so fließen. Das geht ganz schnell in der Regel und ist einfach da. Und da, das klingt mir wirklich gut, diese Ermutigung. Und ich meine, das ist jetzt eigentlich der interessante Punkt. Wir befinden uns vor der Krise oder mitten in der Krise schon, aber vor gewaltigen Umbrüchen, Erschütterungen. Ja. Ich hatte hier gerade mal einfach aufgeschlagen. Ja. Da heißt es hier beispielsweise, es ist mit einer Finanzkrise zu rechnen, die Möglichkeiten des mit schier unerschöpflichen finanziellen Mitteln Krisen zu bewältigen, kommen an die Grenzen. In diesem Zusammenhang geht es um die Freisetzung des Leibes Christi im Bereich der Versorgung, dass diese durch Glauben unabhängig vom säkularen Finanzsystem empfangen werden kann. Das ist doch sehr ähnlich eigentlich, dass man dachte, okay, als Kinder Gottes sind wir nicht vom System der Welt abhängig, wenn dieses erschüttert wird. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Gott hat eben seine Möglichkeiten, seinen Segen, seine Versorgung. Gleichzeitig ist es so, dass eben die Welt ins schärfste Bedrängnis kommt. Ja, wie dieses Schiff, was dann einfach da im Grunde genommen erschlagen wird, untergeht, die Leute dann eben da auch im Grunde genommen zu Tode kommen und gleichzeitig eben trotzdem Schutz und Bewahrung da ist für uns. Und das ist etwas, wo wir einfach diesen Spagat sehen, diese Spannung drin sehen. Auf der einen Seite hast du halt Verheißungen vom Herrn, der sagt, ich werde Segen geben, ich werde Erweckung geben, ich werde Millionen zu mir ziehen. Auf der anderen Seite sagt er, übrigens wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Und unsere gesamte Gesellschaft ist auf Sand gebaut, ja, eben nicht auf dem Felsen Christus. Ne? Und alles, was auf Sand gebaut ist, das ganze Haus wird zusammenstürzen. So, und ich hatte vor einiger Zeit mal einen intensiven Eindruck auch, kein Traum, aber ein Eindruck, das war, ich war in so einem Theater, also richtiges Theater, so mit rotem Plüschvorhang und so weiter, ne? Und vorne wurde ein unsagbar miserables, klägliches Schauspiel da gegeben. Es war erbärmlich, es war ein richtiges Schmierentheater. Und man war dennoch davon gefangen. Das war das, was momentan so abgeht. Ja? Und irgendwann habe ich mich umgeschaut und habe gesehen, Moment mal, das ganze Theater steht in Flammen. Das Ganze, was da vorne gespielt wird, ist das eine. Das ganze Theater steht in Flammen. Das erinnert mich an das, wo du gesagt hast, die Führung ist abgehauen. Mhm. Aber im Grunde genommen, das ganze Schiff ist im Problem. Das Radio spielt noch.
und das Programm läuft. Ja, und das Programm läuft noch. Ja, die Medien lullen noch. Man wird noch so bei Laune gehalten. Und eigentlich ist eine unvorstellbare Brisanz da, eine Dringlichkeit, eine Notwendigkeit, was zu tun und zu handeln. Und das ist ja interessant, wie der Armin das gesagt hat, dass er sagt, ich hatte den Eindruck, ich muss warnen, aber ich wusste ja nicht wie, wovor, was ist eigentlich. Es ist so diffus, es ist nichts Genaues. Du sagst mir, was passiert hier gerade? Du sagst, du hast geguckt genau, hast beobachtet, wo quasi ist die Gefahr. Und es war nicht erkennbar. Und gerade dann, in dem Moment, wo es fast nach einer Lösung aussah, da kam dann das Fiasko. Interessant, und auf der Strecke war teilweise, habe ich ja geschrieben, Nebel auf dem Fahrwasser. Nebel steht ja für Verwirrung, Verschleierung, eben, dass man nicht weiß, wo fahre ich da eigentlich rein. Und ich möchte da auch gerne noch hinweisen auf eine Prophetie von Rick Joyner. Die hat er in einem seiner Bücher, das ist die sogenannte Hafenbeckenprophetie. Da beschreibt er das, das möchte ich sogar den Anfang davon vorlesen. Der große Umbruch nennt er, das ist in dem Buch eine prophetische Vision für das 21. Jahrhundert. Und das scheint mir genau diese Situation zu beschreiben. Während einer Gebetszeit im August 1995 sah ich vor mir ein Feld. Das Ende des Feldes war von Nebelschwaden bedeckt. Nur ein paar Schritte weiter befand sich ein jäh abfallender Felsen. In seiner Mitte führte ein schmaler, gewundener Pfad steil nach unten, bedeckt vom selben Grün wie das Feld. Und dieses grüne Band schlängelte sich den ganzen Abhang hinunter bis zum Fuße des Feldes. Die meisten, die in den Nebel hineinliefen, verpassten den schmalen Pfad und stürzten über den Rand dieser Klippe. Einige von ihnen kamen dabei um. Doch viele wurden von Netzen aufgefangen, die am Fuße der Klippe gespannt waren. Allerdings waren diese Netze nicht dazu da, um Menschen zu retten, sondern um sie einzufangen. Das heißt, er sagt, er sieht ja einen wirtschaftlichen Umbruch. Die Leute laufen auf dem Feld, gemähte Wiesen, alles geht normal. Jetzt kommt Nebel, sie sehen nicht mehr, wie geht's weiter? Die, die einfach weiterlaufen, denken, na, ich mache halt so weiter wie bisher, fallen über diese Kante. Interessant, an dieser Kante sind Netze gespannt. Es gibt also Leute, die wussten das. Das ist nicht einfach, die fallen nicht ins Nichts. Da sind Netze gespannt. Leute haben darauf gewartet, dass die da reinfallen. Ja. Und diese Netze sehen aus, als würden sie die Leute retten. Rettungsnetze, Pakete oder wie man sie nennen will. Aber letztendlich werden die Menschen gefangen. Ich sage da auch Schuldenfalle dazu. Ja, sie werden verschuldet. Und das heißt, wer ein Schuldner ist, ist ein Sklave dessen, ja, der ihm leid. Das ist moderne Sklaverei. Und das sind die, die einfach weiterlaufen. Das heißt, es gab auch Menschen, die sich vorsichtig im Nebel vorantasteten. Auf Knien rutschend suchten sie den Pfad, den sie einfach instinktiv erwarteten. So, das sind es. Also auf Knien rutschen heißt, die Leute gehen ins Gebet. Sie stoppen und sie fangen an zu beten. Gott, zeig mir, wie es weitergehen soll. Und die fallen nicht einfach über die Klippe. Die meisten von diesen Leuten waren imstande, den Pfad nach unten zu finden. Sie rutschten vorsichtig den Weg auf Knien hinab. Also nur der Anfang von dieser Vision, ich glaube, die beschreibt genau diesen Umbruch, an dem wir uns jetzt befinden, weil das war klar in dem Traum von mir, dass daran halte ich fest, es ist ein Bankenzusammenbruch, mit dem das Ganze zu tun hat. Aber es hängt mehr damit zusammen, aber es wird mit diesem Bankenzusammenbruch, der wird Folgen haben, und ich finde auch wirklich für die, die beten, möchte ich wirklich alle ermutigen, zu beten für die Menschen, die jetzt in der Verzweiflung auf den Gedanken kommen, sich selber umzubringen. Ja. Ich glaube, das sind die, die praktisch nicht in einem Netz aufgefangen werden, sondern ins Hafenbecken dann runterstürzen ins Wasser. Und dass wir beten für die Menschen, das würde ich gern gleich tun. Ja, gerne. Vater im Himmel, ich möchte jetzt bitten für die Menschen, die jetzt in dieser Not ihre Arbeit verloren haben, ihr Geschäft geht kaputt und ich weiß nicht was, und sie sehen keine Perspektive mehr, wie es weitergehen soll. Und ich danke dir, Gott, dass das Ende vom Geld nicht das Ende vom Leben ist. Amen. Yes. Danke, wir leben nicht vom Geld, sondern von deiner Liebe. Und ich bete jetzt für all diese Menschen, die jetzt am Ende sind und ernsthaft sogar überlegen, im Leben ein Ende zu setzen. Ich sage euch in Jesu Namen, es ist noch nicht zu Ende. Gib nicht auf, lebe weiter. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Und er wird dir helfen. Rufe ihn an. Er hat dir versprochen, wer mich anruft in der Not, den werde ich retten. Rufe mich an in der Not, ich will dich retten. Ja.
Halleluja, Vater im Himmel. Danke, rette diese Menschen. Wir beten, dass du eine Selbstmordwelle in Deutschland verhinderst und dass du den Menschen Hoffnung gibst. Und wir rufen aus Hoffnung über den Menschen. Du bist unsere Hoffnung, Vater im Himmel. Du bist unser Versorger. Herr, wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, Herr. Das soll wieder unsere Versorgung sein. Gott, du bist unser Versorger. Wir glauben an dich. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, sei Deutschland gnädig. Herr, wir haben viel falsch gemacht. Wir haben dich vergessen. Wir haben dem Mammon gedient. Wir sind ihm hinterhergelaufen. Wir haben Menschen getötet in Deutschland. Wir haben Menschen missbraucht. Vieles ist schiefgegangen. Wir bitten dich, sei uns gnädig. Vergib uns und gib uns noch eine Chance. Gib uns die Chance, umzukehren, weiterzuleben. Und danke, dass du mit offenen Armen auf uns wartest. Vater im Himmel, wir lieben dich und wir preisen dich. Und wir bitten dich, dass du die Gemeinde aufwächst und dass du die Verlorenen rettest und dich ihrer erbarmst, die jetzt in diesem Nebel nicht wissen, wie es weitergehen soll. Halleluja. Ja. Amen. Amen. Also, ich glaube, das war jetzt wirklich vom Geist Gottes geführt, denn am Anfang hatte ich ja gesagt, diese Liste von den Todesfällen in Deutschland, jetzt nur mal die 4 Monate da, und da war ja die Zahl von diesen unter psychischen Gründen zu Tode gekommenen, wo du sagst, was ist das? Also ich denke mal, das ist die, im Wesentlichen sind das Selbstmörder, sind ja zu Tode gekommen. Ne? Ja. Also aus psychischer Belastung zu Tode kommen, da bleibt nicht mehr so viel übrig als Selbstmord. Das war eine Rate, die war etwa 40 Mal so hoch wie die der Corona-Toten. Also nur mal zum Verhältnis. Ja? Also ich glaube, wenn die Leute tatsächlich jetzt in Situationen kommen, wo ihre Geschäfte zusammenbrechen, ihre Existenz zusammenbricht, sie ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Rente vielleicht verlieren, wenn das Finanzsystem zusammenbricht, ja, wie auch immer, dass dann natürlich einfach diese Gefahr ist. Und das ist etwas, wo wir wirklich beten müssen und stehen müssen und wo wir die Augen offen haben, wo um uns herum vielleicht Leute sind, die genau in dieser Bedrängnis sind. Ja. Ja, vielleicht super Unternehmer, die immer Geld hatten und sonst was und wo man gar nicht ahnt, unter welchem irrwitzigen Druck die vielleicht stehen und die einzigste Möglichkeit tatsächlich im Suizid sehen. Da müssen wir als Christen aufpassen und wirklich, wie soll ich mal sagen, bereitstehen, auch für die in der richtigen Art und Weise zur Rettung dazustehen. Ich glaube auch, das ist eine riesige Chance. Das haben wir auch gewusst eigentlich als Christen, dass Erweckung oft mit Not verbunden ist. Viele von uns haben zu Gott gefunden, als sie am Ende waren. Bei mir war es auch so. Auch Pharao, erst als er Angst gekriegt hat und nicht mehr weiter wusste, ist er eigentlich auf Gott gestoßen. Und das ist eigentlich ganz normal für ganz viele in der heutigen Zeit. Und das Schöne ist ja, dass Gott dann nicht beleidigt ist und sagt, jetzt kommst du, sondern er wartet schon lange darauf. Und ich glaube auch, dass sich für die Gemeinde jetzt ein riesen Betätigungsfeld auftut. Ja, wie Jesus sagt, schaut euch die Felder an, die sind jetzt reif zur Ernte. Allerdings, ja. Und das ist jetzt eine Zeit, wirklich Zeugnis zu geben und jeder für sich. Ich glaube, es ist eine Zeit der Eigenverantwortlichkeit, nicht auf eine Führung zu warten, dass die was macht, sondern dass jeder Christ einfach in Eigenverantwortung den anderen, den er begegnet, von Jesus erzählt, in Liebe und mit Freude und den Menschen erzählt, hier gibt es auch einen Weg für dich außerhalb des finanziellen Systems. Und da ist ein Gott, der dich liebt. Und ich staune, wie viele Menschen eigentlich offen dafür sind und angesprochen sind auf verschiedenste Art und Weise schon. Ja, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Vielleicht überrascht dich das, dass wir sagen, es wird zu einem Kollaps kommen, zu einem Zusammenbruch kommen. Aber das ist, wie gesagt, das, was wir seit eigentlich Monaten versuchen zu vermitteln. Die Propheten sagen, es kommt zu Erschütterung. Alles wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Heißt, das Einzige, was unerschütterlich ist, ist das Reich Gottes, ist der Felsen Christus. Ja, so wenn alles erschüttert wird, dann wird alles erschüttert. Ja, und es kommt eben zu diesem politischen Zusammenbruch, wirtschaftlichen Zusammenbruch, finanziellen Zusammenbruch. Der ist, ich würde sagen, verheißen. So, und jetzt müssen wir als Christen die Kurve kriegen, da nicht in eine kollektive Verzweiflung reinzukommen und irgendwie zu denken, jetzt, keine Ahnung, das Ende der Welt ist da, ist noch nicht ganz da, ne? Sondern wir müssen verstehen, das ist ein Fenster, was Gott uns gibt, um jetzt die Hände auszustrecken zu denen, die eben gerettet werden müssen. Mhm. Ne? Und deshalb ist das so cool mit dieser Warnung, ja, die im Grunde genommen eben zu erkennen ist, Achtung, Achtung, Leute, passt auf, jetzt im Traum hast du die Warnung nicht ausgesprochen, aber jetzt beispielsweise oder durch deine Broschüre. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Denn dazu gehört ja auch noch die Frage,
wie geht man jetzt damit um? Was macht man denn damit? Ja, du hast vorhin gesagt, es ist gut, ein bisschen Bargeld zu haben und nicht alles auf der Bank zu haben. Aber würdest du jetzt vorschlagen, man soll sich den Keller mit Lebensmitteln vollstopfen? Oder wie machst du das? Ja. Ja, du sprichst das Thema Hamstern an. Es wird oft so gesagt, wenn man sagt, ja, es ist sinnvoll, Vorräte zu haben. Ah, du hamsterst also. Ich sehe es ähnlich wie mit dem Geld. Man muss gar keine unvernünftigen, spektakulären Sachen machen. Es ist normal, Vorräte zu haben. Ganz normal. Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland empfiehlt allen ihren Staatsbürgern, dass sie Lebensmittelvorräte zu Hause haben. In der Schweiz ist es, soweit ich weiß, sogar ein Gesetz, dass man, ich denke, für 4 Wochen Lebensmittel zu Hause haben muss. Und es ist auch biblisch normal, Vorräte zu haben. Ja, in Sprüche 31 ist von der guten Hausfrau die Rede, von der es heißt, sie bringt von überall die Ware nach Hause und ihr Haus fürchtet den Winter nicht, weil sie genug da hat. Na, das passt ja wirklich. Und jetzt haben wir den Winter. Es gibt jemanden, der mit seiner Tasse uns auch ganz deutlich signalisiert hat, dass der Winter schon da ist. Autsch. Also sage ich mal, warum sollen wir nicht uns für den Winter rüsten? Das ist was völlig Normales in der heutigen Zeit und ich muss ja nichts Ausgeflipptes machen. Ich sage, wenn ich heute Grundnahrungsmittel mir kaufe, die eine Haltbarkeit von 3 Jahren haben, dann kann ich die im Laufe der 3 Jahre einfach gemütlich aufessen. Falls sich herausstellt, dass ich einen Panikkauf gemacht habe, wie man ihn nennt, dann habe ich halt eine Reihe Nudeln, die ich im Laufe der Zeit aufesse. Da muss ich mal die Risikoabwägung machen. Wie groß ist das Risiko, dass ich viel Nudeln habe oder keine Nudeln? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich blamier mich. Und alle meine Freunde sagen, ja, wir kommen jetzt immer zu dir zum Spaghetti essen, weil du musst die jetzt mal loswerden. Hm. Umgekehrt, wenn es kein Essen mehr gibt und dann, ich habe... Dann kommen sie auch zu dir. Ich habe 2 Kinder zu Hause oder ja... Die meisten würden für ihren Hund, habe ich das Gefühl, manchmal mehr Dosen einkaufen für die Zukunft als für ihre eigenen Kinder, weil sie da denken, ja, der Arme kann ja nicht für sich selber sorgen. Dass man sagt, ja, ich habe eine Familie, für die habe ich eine Verantwortung und da sorge ich vor. Es wird uns ja auch nahegelegt, Rentenvorsorge und ich weiß nicht, was alles zu treiben. Das hat man immer hingenommen. Ja, spare und versichere dich. Das war im Trend. Warum? Weil es halt die Leute daran verdient haben. Hm. Und jetzt ist, sage ich mal, ein gewisser Spott im Raum, wenn jemand sich einen Vorrat zulegt. Das stimmt. Und ich vergleiche das mal, da muss ich nur den Spott aushalten. Spott tut nicht wirklich weh. Wenn dann die Zeit kommt und ich habe was zu essen, dann sage ich mal, den Spott habe ich gerne auf mich genommen. Und ich muss an Noah denken, die ganzen biblischen Ereignisse, die Bibel sagt es ja, Paulus sagt es im Korinther und im Römerbrief, alles, was geschrieben ist, also Altes Testament, meint er da vor allen Dingen, ist geschrieben für uns, auf die das Ende der Tage gekommen ist. Nicht das Weltende, aber das Ende dieses Zeitalters. Ja. Und da gibt es so herausragende Ereignisse, die sehr plastisch sind, wo Gott sagt, seht ihr, das ist damals passiert und es passiert jetzt wieder. Denn es gibt bekanntlich nichts Neues unter der Sonne, sagt der weise Salomo. Mhm. Und er sagt zum Beispiel, in den Tagen Noahs, so wird es auch jetzt wieder sein. Wie in den Tagen Noahs. Die Leute haben gehandelt, sie haben geheiratet und so weiter. Ja, ich sag mal, Isaun-Stimmung gehabt, bis zum Schluss. Und plötzlich kam das Unglück. Ja, und was war die Alternative? Noah. Ja, was hat er gemacht? Er hat ein Schiff gebaut vor einer kommenden Katastrophe. Auf dem Land. Die haben alle gesagt, ja, spinnst du, wo siehst du da eine Katastrophe kommen? Auf dem Land. Und also die haben den für abgehoben, gedacht, niemals wird das passieren. Und dann muss man sich noch vorstellen, das hat 120 Jahre gedauert. Ja. Die kamen nach 80 Jahren, ja, und haben gesagt, jetzt baust du immer noch an dem Teil. Wann geht denn jetzt endlich die Welt unter? Der Punkt ist der, dass Jesus sagt, die Katastrophe ist so gigantisch. Ich gebe eine enorme Warnvorlaufzeit. David Wilkerson hat vor 20 Jahren schon gewarnt. Mhm. Weil wenn es dann kommt, dann ist keine Zeit mehr zu warnen. Als es geregelt hat, war es zu spät, ein Schiff zu bauen. Ja. Und sie haben sicher den verspottet, aber das ist ein Bild dafür, dass man heute den Spott nicht so ernst nehmen sollte. Und das andere ist mit dem... Warte mal, man sagt ja, wer spottet, hat kein Argument mehr. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Also Spott ist so das letzte Mittel, wenn einer nicht mehr diskutieren kann, dann fängt er an zu spotten, weil das ist dann so... Also das ist eigentlich nichts... Nichts, worauf man achten sollte. Nichts, es ist nichts Qualitatives. Es ist einfach nur, ja. Sport ja, also wenn auf deine Frage gesehen, ich persönlich würde tatsächlich ermutigen, Vorräte sich zuzulegen. Und es
wird es schon spannend. Jetzt, ich habe das damals ja geschrieben, ist ja schon Monate her, wo ich meine Familie und Freunde ermutigt habe, das zu tun. Da war es noch ganz leicht möglich, ohne jemanden was wegzunehmen, sich etwas zu besorgen. Lebensmittel, es gibt immer noch sehr günstige Lebensmittel. Ich muss ja nicht Kaviar kaufen. Diese Grundnahrungsmittel, warum nicht, sage ich. Warum nicht? Ja. Nur weil dagegen gehetzt wird, ich finde nichts dabei, ich finde es in Ordnung. Es ist nicht verboten, es ist nichts Verbotenes. Heute wird so viel Verbotenes getan. Ja, das geht, es werden Dinge gefordert, verlangt und durchgesetzt. Und warum soll man nicht das machen, was einem erlaubt ist? Aber es ist für mich nicht die Hauptsache. Möchte ich sagen, man kann auch das tun. Aber Jesus sagt ja, wir leben nicht vom Brot allein. Mhm. Weder der Euro noch das Brot wird uns retten. Das die Gefahr stimmt. ist, dass man sich darauf fixiert. Ja. Das ist im Grunde genommen auch wieder, ja, ich will mich retten und mein Leben. Und ich sehe, dass Gott eigentlich sagt, entspannt euch, ich bin euer Versorger. Mhm. Und selbst wenn ihr sterbt, ist das nicht das Schlimmste, sondern trachtet nach meinem Reich. Und wir Christen haben jetzt mal alle Gelegenheit, uns darauf zu besinnen, dass wir ja das ewige Leben wollen und nicht unbedingt unsere Rente hier in voller Länge genießen. Das ist ja nicht unser höchstes Ziel. Amen. Und das rückt es denn wieder in ein Licht eben, dass wir Gott suchen und nicht die Versorgung in erster Linie. Ich kann mir das vorstellen, wie du sagst, manche verlieren vielleicht eine Immobilie oder können sie nicht mehr halten. Hm. Und anderen wird es möglich, weil was leer steht, bieten sie es plötzlich an. Ich würde also auch nicht dran festhalten, dass man meint, es geht alles nur runter und man hat nichts mehr. Ich glaube auch, dass Einzelne von Gott das erleben werden, dass sie Überfluss erleben. Hm. Und ich möchte auch nochmal sagen, mit diesem Lebensmittel kaufen, über allem steht immer, dass man Gott persönlich fragt. Ja? Ja. Damals hat Gott durch Elia selber, durch Gebet und Prophetie eine Hungersnot angekündigt. Und Elia ist nicht als nächstes zur Baiwa gegangen und hat da Getreide gekauft oder so, sondern er ist ab also, in die Berge. Baiwa ist das, was anderswo Reifeisen ist. Ja, also da ist in das nächste Kaufhaus gegangen und hat sich Lebensmittel da besorgt, sondern er ist ab in die Berge, wo Gott ihn hingeführt hat, zu einer armen Witwe am Schluss. Ja, erst haben die ihn die Raben versorgt und das, die persönliche Führung, ja, geht über die Vernunft sozusagen hinaus. Die Vernunft sagt, wenn ich weiß, es kommt ein Bankenzusammenbruch, es kommt eine Not, sagt die Vernunft, dann bereite dich darauf vor. Aber letztendlich kann es sein, wie diese Frau, die hat wieder alles hergegeben. Und dann hat Gott es vermehrt. Ja. Also ich finde es sehr wichtig, die persönliche Führung. Und möchte ich auch euch alle ermutigen, frag Gott persönlich. Ich glaube, dass in der kommenden Zeit weniger Regeln einem helfen werden, sondern die persönliche Beziehung zu Jesus und wirklich immer wieder zu fragen, ja Gott, was sagst du dazu? Ja. Was rätst du mir? Und dann auch offen dafür zu sein. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und noch ein Aspekt. Das ist tatsächlich, man hört immer mal wieder von einfach Versorgungswundern. Also beispielsweise von Heidi Baker. Ja, wenn nichts zu essen da war, haben die gebetet und der Herr hat übernatürliche Versorgung geschenkt. Also wie die Speisung der 4.000 oder 5.000. Ja? Etwas, was es natürlich auch gibt. Ne? Wenn einfach eine grassierende Not ist, dass man nicht die Not als Maßstab nimmt, sondern dass man, Moment mal, wir schauen auf das, was der Herr macht. Ja? Wir wissen, dass eben egal, wie es aussieht, er immer Versorgung, immer Segen schenken kann. Das muss jetzt nicht Lebensmittel sein, das kann ja übrigens auch finanzielle Versorgung von sonst woher sein. Ich meine, der Herr kann Quellen und Möglichkeiten schenken, die uns völlig unbekannt sind. Er kann Menschen zu sich ziehen, die vielleicht über Ressourcen verfügen, um ganze Gemeinschaften, ganze Städte zu versorgen oder sonst was. Also wir müssen uns hüten davor, in so eine Panik jetzt zu kommen oder irgendwie sowas, so, was muss ich machen, Hilfe, Hilfe, wie schnell und so. Das ist ganz verkehrt. Sondern du musst im Geist das Ding nehmen, im Geist vielleicht es wirklich als Warnung verstehen, sag Moment mal, der Herr möchte mir hier was sagen und dann betest du darüber und dann schaust du, wie der Herr dich führt, was ist dran. Ja, mit Finanzen oder auch nicht. Beispielsweise, es ist gut, wenn du von deinen Schulden runterkommst. Mhm. Weil gerade wenn so eine Inflation ist, denken ja die Leute, naja, dann werden meine Schulden auch kleiner. Und das ist sehr schwierig, da musst du dich genauer informieren. Die Schuldenfalle wird dann unter Umständen noch viel, viel schwieriger. Und vor allen Dingen, wenn da irgendjemand anders, sprich die Bank, Zugriffsrecht drauf hat, ey,
Also es ist gut beispielsweise, wenn man sowas weiß, zu sagen, okay, ich sehe zu, dass ich von meinen Schulden frei werde. Ja. Ich sehe zu, dass ich irgendwelche Dinge, die ich nicht brauche, irgendwelche, keine Ahnung, was für Verträge oder sonst was, Luxuszeug, dass ich die abstoße rechtzeitig oder sowas, dass ich mich ein bisschen in dem Sinne beschränke. Also da gibt es verschiedene Dinge und du musst schauen, was sagt der Herr dir. Ja? Beispielsweise bei uns, mal ein Beispiel. Ja? Der Herr hat zu uns gesagt, was ihr braucht, ist, dass ihr die Dinger druckt. Weil ihr müsst diese, die müsst ihr haben. Ja? Also bei anderen sagt er, ihr braucht Konserven. Bei uns sagt er, hallo, ihr müsst euch dafür sorgen, dass ihr diese Broschüren habt, dass ihr Bücher habt, damit ihr die Leute versorgen könnt in schwierigen Zeiten. Mhm. Fand ich, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. War aber eine klare Anweisung des Herrn, wo du sagst, okay, mal ganz was anderes. Ja? Also da muss man einfach schauen, wie führt der Herr jeden Einzelnen in seiner Situation, was zu tun ist. Ne? Mhm. Also von wegen Hamsterkäufe. Wir bestellen wieder ein paar Tausend. Ja, so, spannend. So, aber jetzt kommt es noch was. Hier, Armin, du hast hier mal ein Live-Exemplar mitgebracht. Der Armin hat das Ganze als PDF wunderbar aufgeschrieben mit über 40 Seiten. Und da hat er diesen Traum. Ne? Achtung, Alarm, was bald kommt und wie du dich darauf vorbereiten kannst. Und da ist da, ich habe alles gelesen, eben dieser Traum von dem Elbkahn mit den ganzen Sachen, die du vorgelesen hast und Interpretation, was der Herr dir über die Jahre gezeigt hat und so weiter, um da weiter einzusteigen, also wirklich, um das zu verstehen. Dann verschiedene Prophetien in Deutsch, also von amerikanischen Leuten hier, die in eine ähnliche Richtung gehen, auch das, was du angefangen hast vorzulesen, hier von Rick Joyner. Die Prophetie heißt das Hafenbecken, der große Umbruch, ne? Eine prophetische Vision für das 21. Jahrhundert. Und dann natürlich viele, viele, viele Bibelstellen, hier Bergpredigt und so weiter, Endzeit, Matthäus 24, die uns einfach helfen in diesen ganzen Situationen. Und ich glaube, hier hinten war noch eine Prophetie von Rick Joyner. Also es ist ein richtiges Machwerk, ein hoffnungsspendendes Machwerk. Es ist jetzt nicht nur dieser Traum da alleine drin und die Interpretation, sondern du hast das richtig über einen längeren Zeitraum dann gearbeitet und hier etwas geschaffen. Eine kleine Broschüre, die wirklich, wirklich, wie soll ich mal sagen, hilfreich ist, Visionen gibt, Ermutigung gibt. Und der Armin stellt die kostenlos zur Verfügung, nicht in gedruckter Form, sondern als PDF zum Download. Und die haben wir tatsächlich schon bei uns auf der Webseite zur Verfügung mit einer grandiosen Genehmigung, da sind wir sehr happy dafür. Wenn jetzt Leute sagen, okay, ich will mal näher mit dir nochmal sprechen, ich habe da Fragen oder stehst du für irgendwie zur Verfügung oder sagst du, lass mich alle in Ruhe? Ja, also ich empfinde, dass sowieso jeder Einzelne nur ein Stückwerk hat und deswegen hat mir auch das Heft gut gefallen, dass du mal so deutschsprachige Prophetien gesammelt hast. Dieser Ansatz, dass man versucht, so Puzzlestücke zusammenzutragen. Ich habe das auch gemerkt, als ich angefangen habe, den Traum weiterzugeben, dass andere sagen, ja du, ich hatte vor 3 Tagen, ich hatte einen Traum, ich sehe im Fernsehen, es gibt eine Bankenkrise und ich will losrasen, mein Geld holen und die Bank ist geschlossen. Gott redet zu vielen Menschen momentan. Und deswegen biete ich mich gerne an, erstens, wenn jemand drüber reden will, aber ich selber wäre auch interessiert, wenn Leute sagen, Mensch du, da habe ich auch was. In diesem Sinne, gerne, sage ich, warum nicht? Und wie gesagt, ich bin auch nur ein fehlerhafter Mensch. Wenn jemand sagen will, Armin, das solltest du vielleicht das nächste Mal anders sagen, bitteschön, ich bin offen dafür. Also in dem Sinne stelle ich da bewusst mich diesen zur Verfügung, dass ich auch meine Kontakt-E-Mail-Adresse zur Verfügung stelle. Super. Also die schreiben wir dann bei uns auch da auf der Webseite drauf. Das heißt, das ist super, dann kannst du dir das runterladen, kannst Kontakt mit dem Armin aufnehmen. Und genau, ansonsten wollte ich nochmal darauf hinweisen, denkt an, wenn das Thema Träume oder Traum oder was da drin stecken kann, prophetische Träume dich überhaupt beschäftigt und du willst da weiter einsteigen, denk an diese Prophetenschule. .org, hatte ich am Anfang gesagt. Ne? Ja, und das ist etwas, wo du wirklich gutes Teaching findest, wenn das dich anspricht. Ansonsten denken wir wirklich, dass dieses Wort,
ja, was der Armin hat, was er einfach bekommen hat, dieser Traum mit der Interpretation, dieses Ding, dass wir gesagt haben, das passt jetzt in die jetzige Situation, es ist etwas, was jetzt verkündigt werden muss. Wo wir sagen, okay, wir befinden uns sozusagen genau in dem Traum, mittendrin. Ja? Du hast persönlich schon eher erlebt, am Ende, würde ich sagen. Okay, mittendrin ja, war der Autounfall, würde ich sagen, aber jetzt sind wir schon eher am Ende. Okay. Ja, du hast persönlich erlebt mit verschiedenen Aspekten, insbesondere diesem entsetzlichen Autounfall, oder das heißt eigentlich nicht entsetzlich, diesem letztlich glimpflichen Autounfall. Fürs Auto war es entsetzlich. Ja, und für die S-Bahn wahrscheinlich auch. Ja. Und trotzdem eben, dass wir sagen, das ist etwas, was jetzt gilt. Wo wir jetzt einfach diese Dynamik sehen, wo wir jetzt diese Bewegung sehen. Mhm. Und genau, du willst zum Abschluss noch ein... Ja, weil du das mit den Träumen nochmal angesprochen hast, möchte ich eine Bibelstelle vorlesen aus Hiob 33, Vers 13 folgende. Warum rechtest du mit Gott, weil er auf all deine Worte keine Antwort gibt? Sagen manche Menschen, ja, Gott redet nicht mit mir. Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Und man wird es nicht gewahr. Also Gott redet sehr viel, aber man merkt es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Hilfe, also das ist ja... Ich glaube, dass Gott die Träume oft benutzt. Er sagt, wir sind oft so festgefahren. Ja, man nennt es Hochmut oder Gewohnheit, dass Gott den Verstand in gewissem Maß einfach umgeht und spricht direkt Sachen, die unseren Verstand sprengen würden. Ja, der Pharao war nicht darauf gefasst, jetzt sich mit einer Hungersnot zu befassen, zum Beispiel. Oder bei Josef, ja, der hatte einen neugeborenen Sohn. Der wäre nie auf die Idee gekommen, nach Ägypten zu ziehen. Niemals. Und wenn jemand gekommen wäre, hätte ihm das gesagt, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, du spinnst. Aber im Traum ist ihm der Engel erschienen und hat ihm das gesagt. Da war denn diese Offenheit da. Und das Ganze dient hier eigentlich, um uns zu retten. Auch wenn das heftig ist, die Absicht Gottes ist ja nicht, uns Angst zu machen, sondern er will uns retten und um unsere Seele zurückzuhalten vor der Grube. Und mein Sohn, der ist ja wirklich in den Spieß gerannt, der ist über den S-Bahn-Übergang drüber gefahren und Gott hat sein Leben gerettet. Durch Fürbitte in dem Fall. Und es geht dann weiter, ich überspringe ein bisschen. Wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den Tausenden, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Und heißt es, sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt. Und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube. Und mein Leben darf das Licht schauen. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Das glaube ich, dass das Ganze von Gott ist, auch jetzt, was geschieht. Gott möchte ganz, ganz viele Menschen retten, auch noch in letzter Minute, in letzter Sekunde. Hm. Und das ist, dass wir das ergreifen. Wir gehen jetzt, ich glaube, wir Christen, wir werden jetzt und überhaupt Deutschland, da kommt jetzt was auf uns zu, das wird eine Finsternis werden. Aber dass wir nicht in erster Linie drum ringen, zu überleben für uns, sondern die Chance sehen, uns zu gebrauchen zu lassen, wie wenn ein Mittler da ist, heißt es ja, der sich einsetzt für die anderen, dass wir wirklich auch beten für Deutschland und für die anderen Menschen. Wer die Kraft dazu hat, ich ermutige euch, macht's das bitte. Um sie vor der Grube zu retten, ne? Ja. Das erinnert mich natürlich wirklich an diese Sandbank und so weiter. Passt ja da wirklich alles zusammen. Sehr erstaunlich. Eine gewaltige Bibelstelle. Wo war die nochmal? In Hiob 33. Hiob 33. So, Sigrid, kommst du? Wir wollen zum Schluss noch beten und ja, wir danken dir, Armin. Was mir auf dem Herzen ist, ist auch für Isa und Armin zu beten,
dass wir Sie segnen, für einfach auch danken für den Dienst. Ihr seid weit angereist und wir sind sehr, sehr dankbar für dieses Wort, was wir weitergeben konnten. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und wir haben ja schon in den... Haben wir auch so noch nicht gemacht. Nein, aber wir haben schon gesprochen über Noah, über diese ganzen Zusammenhänge. Wir haben in den letzten Wochen und jetzt schon fast Monaten immer wieder dieses Aufdecken, dieses Ausrufezeichen gesetzt an die Dinge, die wir im Natürlichen sehen und die im Übernatürlichen beachtet werden müssen. Ja. Wir haben über den Kampfplatz von Amalek gesprochen, wo Josua mit der Armee kämpft im Natürlichen, wo diese Dinge passieren. Und wir haben gesehen, auch in diesem biblischen Zeugnis, dass Mose, Hur und Aaron im Übernatürlichen kämpfen. Und im Übernatürlichen werden die Dinge entschieden. Ja. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das ist wie so ein roter Faden, so habe ich das empfunden, dass es darum geht, jeder von uns ist gefragt. Die Zeit ist vorbei, wo wir uns wegducken, wo wir in so einer Komfortzone uns zurückziehen und sagen, ja, lass mal die anderen beten und ich bin sowieso nicht so und ich bin nicht so, sondern die Ernsthaftigkeit der Stunde, die Ernsthaftigkeit dieser Botschaft ist die, jeder von uns muss stehen und im Übernatürlichen wirklich die Dinge mit dem Herrn entscheiden. Und ich glaube, dass der Herr für uns Gnadenzeit hat und er hat sie für andere. Viele Menschen sollen zu ihm kommen. Er ist der Gott, der rettet, der wiederherstellt, der heilt, der ermutigt und aufbaut. Und das ist immer wieder unsere Botschaft, dass wir sagen, hey, die Arche ist da. Unsere Arche heute heißt Jesus. Amen. Und wir gehen da rein und der Herr wird uns durch diese unruhigen Wasser durchbringen. Und er wird uns vielleicht auf etwas ganz, ganz Neues bringen. Noah wurde auf eine ganz neue Geschichte gebracht. Mit ihm begann ein neuer Bund, ein neues Bündnis. Und wir glauben, dass der Herr uns alle durch diese Zeit durchbringen will. So, wenn du auch mit Bedrängnis und mit Angst zu kämpfen hast, mit Unruhe oder wie auch immer, schreib uns an, schreib uns das als Gebetsanliegen. Wir werden gerne dich im Gebet dabei unterstützen. Und schau selber, nimm dieses biblische Wort. Wir haben am Anfang gesprochen, die Bibel ist so, so wichtig. Sie ist so voll von Ermutigung. Wenn du jetzt auch vielleicht heute Nacht aufwachst und die Dinge gehen dir durch den Kopf, so ging es mir ja auch, steh auf, nimm die Bibel, nimm Psalmen, nimm die Dinge, die dir in deinem Geist helfen und dich aufbauen, die dich stärken und die dir wieder diesen Blick im Übernatürlichen zu Gott schenken, der dein Leben in seinen Händen hat. Dein und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. So, und so beten wir jetzt, ja. Vater im Himmel, jetzt auch für Armin und für Isa, dass du sie beschenkst mit deiner Gnade, dass du sie stärkst und ihnen die Dinge erstattest, die sie jetzt auch preisgegeben haben. Herr, wir beten um übernatürlichen Schutz für sie, ja. Vor auch Anfeindungen, vor irgendwelchen Fallen, die ihnen gestellt werden sollen, wo der Feind Bosheit geplant hat. Du bist der über ihrem Leben wacht. Ich bete für jeden, der jetzt hier zugeschaut hat und diese Sendung sehen wird, dass du ihm begegnest in einer Art und Weise, wie sie noch nie erlebt wurde. Und dass du ein neues anfängst, ein neues Reden, ein neues hin zu dir wenden, ein neues Hören, ein neues geöffnete Augen des Herzens für dich. Und für das, was du im Leben vieler tun willst und tun wirst. Herr, wir beten um Schutz in dieser Nacht. Wir beten um
einen friedvollen Schlaf, auch wenn du Träume schenkst, dass sie Träume von dir sind und dass sie interpretiert und behalten werden. Herr, gib Richtungsweisung, gib wirklich eine Bahn, mach unsere Schritte zum Weg mit dir. Und wir danken dir und wir erheben deinen Namen. Du bist der Herr. Dir gehört unser Leben und es geht alles nur um dich, Jesus. Und ich bete für diejenigen, die zuschauen, dass du wirklich hineinkommst in diese Träume vom Herrn. Dass du da immer mehr lernst, Dinge zu sehen, Dinge zu empfangen, da hineinzukommen, dein Reden zu hören. Und ich spreche aus, dass in dieser Phase, in die wir hineingehen, einfach dein Ohr geöffnet ist, deine Augen geöffnet sind, deine Sinne geöffnet sind, um das zu empfangen, was der Herr für dich hat. Dass du da geschult wirst, dass du weißt, wirklich tiefst innerlich weißt, was Gott möchte, was er sagt in deiner Situation, die vielleicht so verwirrend ist, die vielleicht so konfuse ist, die vielleicht so bedrängend ist, dass du weißt, der Herr hat das und das gesagt. Die Situation ist so und so. Letzten Freitag haben wir darüber gesprochen, dass die Sachen nicht so sind im Geistlichen, wie sie im Natürlichen aussehen. Es gibt eine andere Sichtweise in der geistlichen Dimension und ich segne dich damit, dass du auf diese Ebene kommst, dass du das siehst, dass du dich nicht von den Schrecken der Nacht und so weiter beeinflussen lässt, sondern dass du wirklich in seinem Shalom bist. Ich bete für Shalom für jeden Einzelnen, der zuschaut. Ich bete um Shalom für uns. Ich bete um den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Möchtest du auch noch ein Gebet sprechen? Gerne. Eine Ermutigung noch für alle, die beten. Ich habe damals bei meinem Sohn 1 bis 2 Minuten im Wald gebetet. Und ich habe geschrien und das war kein frommes Gebet, aber Gott hat es gehört. Und ich möchte euch alle ermutigen, weil ich manchmal selber denke, ich bin kein toller Beter. Jesus hat gesagt, wir brauchen gar nicht viel Worte. Und Vater im Himmel, ich bete jetzt für uns Christen, dass du uns hilfst zu beten. Halleluja, dass du uns lehrst zu beten. Einfach ständig mit dir in Verbindung zu sein, mit einem guten Gewissen. Ich bete, dass die Wolke des schlechten Gewissens verschwindet von uns Christen, dass wir immer das Gefühl haben, es ist nicht gut genug. Ja, Amen. So siehst du uns nicht, Vater des Lichts. Du freust dich an deinen Kindern, du liebst uns. Halleluja. Wir beten, dass wirklich wir in deiner Freude leben. Ja. Und das schlechte Gewissen soll weggehen. Und wir widerstehen auch dem Verkläger der Brüder, der uns aufhetzen will, uns gegenseitig zu verklagen. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht rumkritteln an unseren Geschwistern. Wir wollen alle lieben, sogar unsere Feinde, wie viel mehr unsere Geschwister. Und da bitten wir dich um Liebe, Vater im Himmel. Wir wollen in Liebe leben und da bitten wir dich, dass wirklich eine radikale Liebe ausgießt, du ausgießt auf die Gemeinde und auf die Christen und dass wir an der Liebe erkannt werden. Und wir lieben dich, Vater im Himmel, und wir danken dir, Vater im Himmel. Du bist ein wunderbarer Gott und du bist gerecht, du bist der König der Zeitalter. Sogar in dieser Zeit regierst du letztendlich und du machst es wunderbar. Du hast uns Freiheit gegeben. Sie wird vielfach missbraucht, aber du lässt es zu und du bewahrst uns in deiner Liebe. Und wir bitten dich um das ewige Leben, dass wir auf jeden Fall nach diesem Leben bei dir sein dürfen, in deinem Reich. Das bitten wir für uns, für unsere Freunde, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Verwandten, für unsere Nachbarn. Wir beten für das Volk, für Deutschland. Wir bitten dich, schenk uns doch, dass wir im Himmel bei dir sein dürfen. Schenk uns, dass wir bei dir sein dürfen im Himmel, wenn wir mal nicht mehr auf dieser Erde sind. Bitte, bitte, Vater im Himmel, schenk uns das. Amen. Ja. Und wir glauben und wir beten dafür, dass Millionen und Millionen Menschen in diesen Krisenzeiten, in die wir uns hineinbewegen, in diesen verrückten Krisenzeiten zum Herrn finden. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und weit, weit darüber hinaus, auch weit über Europa hinaus. Ja. Einfach eine mächtige Bewegung Gottes. Und wir laden dich ein, das mit uns zu glauben. Wir sind von ganzem Herzen dankbar. Amen für dein mächtiges Wort. War super. Es war Spaß mit euch. Super. Es hat gar nicht wehgetan. Moment. Nein. Noch. So. Wir sind ja auch nicht wehtunsmäßig. Du bist jetzt etwas zu hoch, du musst immer setzen. So, wir wollen noch uns verabschieden. Wir danken, dass ihr dabei gewesen seid. Yes. Wir sprechen Segen über euch aus. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Freitag. Seid gesegnet. Ciao. Ciao.